Einen wunderschönen guten Morgen zu diesem Panel. Das ist, glaube ich, gar kein Panel. Ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Zwei Vorträge mit Fragen und anschließender Diskussion. Zum einen Dirk Brengelmann. Er ist Cyberbeauftragter, Außenbeauftragter der Bundesregierung. Und Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club und Informatikerin und Buchautorin und alles Mögliche. Konstanze Kurz, wie viele Smartphones besitzen Sie? Smartphones? Ja. Dreieinhalb. Dreieinhalb. Wie hat man sich das halbe Smartphone vorzustellen? Na, das ist so ein ganz altes, das würde ich noch nicht so richtig smart nennen. Okay. Ich habe gelesen, dass Sie vor allem Krypto-Handys benutzen. Also warum haben Sie drei Smartphones und warum sind die so krypto? Ich habe schon vor langer Zeit den Bedarf gehabt, meine Kommunikation stärker als der Schnitt der Bevölkerung zu schützen. Und ich habe auch gesehen, dass Sie Ihre Kamera auf Ihrem Laptop zugeklebt haben. Ja, das hat auch einfache Gründe. Ich habe mehrfach schon vorgeführt bekommen, wie einfach man den Zugriff auf diese Kamera hacken kann. Und führt natürlich dazu, dass man sein Verhalten ändert, wenn man Informationen zu bestimmten Sicherheitslücken hat. Vier Handys oder dreieinhalb und eine abgeklebte Kamera. Vielleicht hätte man früher gesagt, das ist ein bisschen paranoid, wenn Sie sich so diesen Skandal anschauen. Haben Sie dann manchmal so dieses "Ich hab's euch doch schon immer gesagt" Gefühl? Ich glaube schon, dass es eine ziemlich große Menge an Leuten, die sich intensiv mit Technik beschäftigen, die diese so ein bisschen vor sich hertragen. Aber wenn man mal ehrlich ist, dann sind die Enthüllungen, die wir in den letzten die allermeisten Menschen haben wir doch alles vorher gewusst. Ich glaube, wenn man sich die technischen Details ansieht, also qualitativ und quantitativ, ist es sicherlich mehr als zu erwarten war. Gut, dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag. Ich bin sehr gespannt. Dankeschön. Ich habe noch gar nichts gesagt. Danke für den Applaus. Danke. Sie können einfach gehen. Soll ich den nehmen? Ja. Na, der ist besser, schau mal. Jetzt, Moment. Jetzt? Besser? Okay. Ja. Natürlich wird wahrscheinlich niemanden wundern, wenn man jetzt über den NSA-Skandal, der natürlich nicht nur ein Skandal der NSA ist, sondern vieler Geheimdienste, jedenfalls über die Snowden-Enthüllungen spricht, dann kommt man schon in so einen gewissen Rückblickmodus. Wir haben jetzt einfach ein halbes Jahr lang Veröffentlichungen, wo man manchmal mehrfach die Woche neue Dokumente studieren kann. Insofern werde ich natürlich ein bisschen darüber reden, wie aus meiner Sicht die tatsächlich wichtigsten dieser Enthüllung zu bewerten sind und will so ein bisschen auf die Frage kommen, was wir eigentlich aus diesen Snowden-Enthüllungen lernen sollten. Denn ich bin der Überzeugung, dass die Informationen, die wir jetzt haben, ganz sicher nicht zu einem Weiter-so führen können, sondern dass wir zum einen unser Verhalten, aber auch zum anderen natürlich sehr viele politische und gesetzgeberische Fragen angehen müssen und mit der Situation, wie sie ist, uns nicht abfinden sollten. Also während wir uns hier unterhalten, laufen natürlich diese Datensammlungen weiter. Also die Informationen darüber haben wir, aber die Praxis ist ja in keiner Weise abgestellt. Ich glaube, der erste Punkt, den wir lernen sollten aus den Snowden-Enthüllungen, ist natürlich zum einen, dass der ganze Streit um die Datensammlung bei den großen amerikanischen Werbeplattformen wie Facebook oder Google ist mittlerweile konvergiert zu einem ganz anderen Problem, nämlich nicht nur, dass man die Daten ausnutzt für Werbung, sondern dass man sie natürlich auch nutzt für geheimdienstliche Zwecke, und zwar in großem Umfang. Das ist eine Karte der NASA, die Sie vielleicht kennen, aus dem Orbit. Und jemand hat also artifiziell ein Facebook-Netzwerk mit jetzt über einer Milliarde Mitgliedern oder also Kunden. Obwohl die Kunden sind ja eigentlich nicht die Mitglieder. Naja, jedenfalls
Ich glaube, die Tatsache, dass man mit einem Account bei den großen Anbietern auch noch einen zweiten Account bei einem amerikanischen Geheimdienst oder einem Geheimdienst der sogenannten Five Eyes, also der eng verbündeten Geheimdienste hat, ist natürlich eine neue Tatsache. Und auch, ich denke, der Umfang der Informationen, der von diesen oder die von diesen informationssammelnden Unternehmen abgegriffen wird. Der Beginn dieses Skandals war ja schon genau diese Informationssammlung von den großen amerikanischen Anbietern, nämlich der sogenannte PRISM-Skandal. Wir haben uns ja an viele Programmnamen jetzt mittlerweile erinnern müssen. Ich glaube, viele sind auch schon wieder vergessen und ich will auch nur die wichtigsten aufgreifen, weil man natürlich nicht mehr in 20 oder 30 Minuten alle diese Programme ansprechen kann. Ich denke, PRISM sollten wir deshalb erwähnen, weil ein ganz großer Teil der überwiegend in der westlichen Welt benutzten Anbieter von verschiedenen Dienstleistungen da inbegriffen waren und weil auch das Programm schon relativ lange läuft. Das hat seinen Beginn ja schon 2007. Das heißt also auch, dass wir nicht nur die Informationen in der heutigen Zustand dieser sozialen Plattformen haben, sondern auch schon eine gewisse Historie. Wir blicken also letztlich auf den Kommunikations- und Sozial- und Kontaktgraf der westlichen Welt, den diese Geheimdienste haben, und zwar eben auch mit einem gewissen, mit der Möglichkeit in die Vergangenheit zu schauen. Klar ist auch aus dem PRISM-Skandal, welche Informationen da eigentlich gesammelt werden. Im Wesentlichen sind das alle interessanten. Teilweise kam auch später, einige Monate nach dem Veröffentlichen von PRISM raus, dass, um an diese Informationen zu gelangen, auch innerhalb der großen Internetunternehmen versucht wurde, Verschlüsselungsmechanismen zu überwinden und in die internen, insbesondere auch bei Google, internen Netzwerke einzudringen, um einen Teil der verschlüsselten Informationen, weil zum Beispiel Teile der Zugangsdaten verschlüsselt sind, an die zu gelangen. Wir haben bei PRISM auch noch eine Echtzeitkomponente, die ich jetzt hier auf der Folie nicht erwähnt habe. Wenn man etwa einen bestimmten Trigger, also eine bestimmte Zielinformation in die automatisierten Auswertungssysteme eingibt, dann kann man auch zu dem Zeitpunkt, wo sich jemand einloggt oder wo jemand etwa eine E-Mail über Gmail schickt oder dergleichen, sogenannte Echtzeitüberwachung einleiten, dass also bestimmte vorprogrammierte Informationen dann direkt in Echtzeit die Daten ausgeleitet werden. Also das ist nicht nur eine Sammlung, sondern auch noch ein Echtzeitzugriff, wenn man möchte. Wir haben natürlich, anders als es im geheimdienstlichen Bereich üblich ist, eine hohe Authentizität dieser Daten, denn der Geheimdienstbereich ist ja zumindest in diesem, diesem Schlapphut-Narrativ sehr auf Zuträge angewiesen. Diese Informationen sind natürlich weitgehend ungefärbt, weil man einfach auf die Rohdaten zugreift, und zwar auf die Kommunikations- und Inhaltsdaten, die die Menschen selbst erzeugen und eben dadurch eine hohe Authentizität haben. Zum anderen geht es mir natürlich auch um die Rechtslage, denn wurde ja sehr viel darüber gestritten, inwieweit diese verschiedenen Überwachungsmaßnahmen rechtmäßig sind. Aus meiner Sicht ist ein Großteil davon nicht illegal, ein Teil schon. Darüber wird ja in den USA auch heftig gestritten, denn insbesondere die Rechtslage in den USA hat uns ja sehr beschäftigt. Wir haben ja gelernt, dass es sozusagen Geheimgerichte gibt. Das wussten ja früher nur Spezialisten auf diesem Gebiet. Die sogenannten FISA-Gerichte sind also Geheimgerichte, wo diejenigen, die überwacht werden, nicht vertreten sind, sondern sozusagen nur diejenigen, die überwachen wollen, von einem geheimen Gericht eine Genehmigung bekommen. Im Zuge der Snowden-Enthüllung hat auch die US-Regierung einen Teil, nämlich zwei, der FISA-Entscheidungen öffentlich gemacht. Das ist insofern interessant, als dass die ganze Rechtsauslegung vollkommen unbekannt war und jetzt also die amerikanische Jurisprudenz sich erstmal daran machen kann, auszuwerten, was haben eigentlich diese Geheimgerichte durch die ja früher nicht bekannten Urteile für eine Rechtsauslegung. Das ist also ein ganz neuer Raum, den man auch wissenschaftlich erforschen kann. Klar ist, dass innerhalb dieser FISA-Urteile sehr deutlich wird, dass die sogenannten Metadaten, auf die ich gleich noch komme, also die Verbindungsdaten, früher nannten wir es immer Verkehrsdaten, aber dieser englische Begriff hat sich ja jetzt so ein bisschen eingebürgert, dass die von den FISA-Geheimgerichten nicht als schützenswert im Sinne des deutschen Fernmeldegeheimnisses betrachtet werden. Also da haben wir eine ganz andere Rechtsauffassung, denn hier
ist ja sozusagen Telekommunikations- und Fernmeldegeheimnis vor der Auswertung, der massenhaften Auswertung solcher Verbindungsdaten. Das wird dort offensichtlich anders gesehen. Die Debatte jetzt im amerikanischen Kongress, die auch stattfindet mit einigen Vorschlägen in Bezug auf die Änderung der Rechtslage, bezieht sich nur auf Inländer. Es gibt keinerlei Vorschläge im US-amerikanischen Kongress, die Überwachung der Ausländer, also uns, also alle, die außerhalb der USA sind oder nicht US-Bürger sind, zu beenden. Das bedeutet natürlich für uns als Europäer auch, dass wir, da wir keinen Einfluss nehmen können auf die amerikanische Gesetzgebung in diesem direkten Sinne, etwa durch Wahlen, und da wir eine Regierung haben, die nicht willens ist, daran mitzuwirken, dass die Gesetze sich ändern, werden wir zu A-Maßnahmen des Selbstschutzes, aber sicherlich auch zu technischen Maßnahmen greifen müssen, um uns gegen diese Überwachung zu erwehren. Dazu will ich gleich nochmal kommen. Ich will aber noch ein zweites großes Programm ansprechen. Sie werden es vermuten, das ist eine ziemlich aktuelle Karte der kommerziell betriebenen Unterseekabel. Und Sie sehen eine gewisse Anomalie oder sagen wir jedenfalls eine nicht unbedingt aus geografischen Notwendigkeiten sich ergebende Verbindung zwischen Europa und den USA. Sie wissen es vielleicht, die Routen dieser Unterseekabel haben in gewisser Weise historische Gründe, weil die oft auf den Trassen liegen, wo früher die Telegrafenleitungen gelegt wurden, und zu dieser Zeit, das ist ja nur schon mehrere Jahrzehnte her, war noch nicht so sehr viel bekannt über den Boden des Atlantiks und wie man vielleicht am effizientesten Kabel legt. Man hat da noch sehr viel probiert, dennoch sind diese alten Telegrafenverbindungen heute im Wesentlichen auch die Trassen, wo die modernen Unterseekabel liegen. Das bedeutet praktisch, dass mit ein paar Ausnahmen in Frankreich und Spanien fast der gesamte Internetverkehr in Richtung Amerika über die britischen Inseln gepiped wird, was natürlich als Ansatzpunkt für eine Überwachung sehr praktisch ist für den britischen Geheimdienst GCHQ. Und diese Form der Überwachung wurde im Rahmen des Tempora-Programms veröffentlicht. Man hat also bereits im vorvergangenen Herbst Upper Equipment an den Anlandestellen dieser Unterseekabel installiert, bei etwa 200 Unterseekabeln. Das geht nicht genauer aus den Unterlagen, die Snowden veröffentlicht hat, hervor. Auch sind nicht alle diese Unterseekabel namentlich bezeichnet, aber einige. Diese Behauptung wurde schon früher erhoben, denn wie Sie sicherlich wissen, hat ja Snowden eine ganze Menge Vorläufer, andere Informanten, die in den Bereichen der Geheimdienste oder ihrer sogenannten Vertragspartner, also Contractors, gearbeitet haben. Allerdings ist er der Erste, der sozusagen Papiere rausgetragen hat, denn früheren Informanten hat man natürlich weit weniger geglaubt, weil sie einfach auch weniger vorlegen konnten. Die Behauptung, die gab es allerdings schon zuvor. Wir haben also aus den Unterlagen auch die Information, dass es einen Zwischenspeicher von etwa maximal 3 Tagen gibt. Das heißt, dass die sogenannten Events, also sozusagen technischer Terminus für Daten, etwa 600 Millionen umfassen, die also rund ungefähr 21 Petabyte sind, also 21 Millionen Gigabyte. Das ist also schon eher die technische Obergrenze dessen, was man für einen kurzen Zeitraum speichern kann. Man speichert deshalb zwischen, um es zu analysieren, selbstverständlich auch automatisiert und mit vorgefertigten Filtern. Ein Teil dieser Informationen wird komplett gespeichert, wie der Chef der NSA, General Keith Alexander, auch freimütig auf der Hacker-Konferenz DEFCON zugab. Er sagte dort, dass alle verschlüsselten Informationen aus diesem Datenstream prinzipiell gespeichert werden, mit der Hoffnung, dass man sie später entschlüsseln könnte. Dazu muss man natürlich wissen, werden sicherlich auch viele wissen, dass die NSA aus ihrer Geschichte heraus kein Überwachungsgeheimdienst ist, sondern ursprünglich ein Geheimdienst, der sehr stark auf die Kryptoanalyse zielte. Schon eine Vorläuferorganisation im Zweiten Weltkrieg. Das ist auch Kernkompetenz dieses Dienstes, und dass natürlich deshalb die verschlüsselten Informationen innerhalb dieses Datenstreams besonders von Interesse sind. Ich denke, viel mehr wird technisch derzeit auch nicht möglich sein. Ja, man muss einfach denken, ein großer Teil des
Datenverkehrs, der zwischen den Kontinenten hin und her geht, ist natürlich auch Videos und Bilder, natürlich auch File-Sharing. Und ich denke, das ist schon so ziemlich die Grenze, was derzeit technisch möglich sein wird. Selbstverständlich ist es nicht unbemerkt geblieben. Sie können davon ausgehen, dass die kooperierenden Unternehmen, da es sich hier auch um Hardware-Installationen handelt, auch wussten, dass dies der Fall ist. Allerdings ist die Rechtslage in Großbritannien ähnlich wie in den USA. Also die kooperierenden Unternehmen, also die großen sozusagen der Branche, wären natürlich auch nicht in der Lage gewesen, der Öffentlichkeit mitzuteilen. Sie sind schlicht auch gesetzlich dazu verpflichtet. Es gibt keinen Unterschied, denke ich, zwischen der NSA und dem GCHQ, der hier ja federführend war im Tempora-Programm. Das ist, glaube ich, das Wissen der Öffentlichkeit um diese Dienste, während bei der NSA seit vielen Jahren auch teilweise Bestseller verkauft wurden, insbesondere die beiden Bücher von James Bamford, so ist der GCHQ ein sehr viel mehr unter dem Radar arbeitender Geheimdienst, über den sehr viel weniger gesprochen wird. Ihn umgibt, glaube ich, auch nicht dieser Mythos, den die NSA durchaus aufgebaut hat. Insofern ist, glaube ich, hier Licht in einem Teil, einen geheimdienstlichen Teil geraten, den man, glaube ich, früher weit weniger beleuchtet hat. Es gab ein historisches Ereignis in Großbritannien. Der GCHQ-Chef musste sich erstmals einer öffentlichen Befragung stellen, gab es noch nie in der Geschichte dieses Geheimdienstes. Allerdings hat er auch, es wird Sie nicht überraschen, nichts gesagt. Jedenfalls nichts Inhaltliches. Ich will den Heuhaufen-Ansatz gerne nochmal ansprechen, über den jetzt viel gesprochen wird. Ich habe ein Zitat von James Cole. Man könnte auch andere Zitate nehmen, auch der Geheimdienstkoordinator Klepper oder der Chef der NSA hat ähnliche Zitate gebracht. Beide sind ja derzeit irgendwie zweimal die Woche vor dem amerikanischen Kongress und deren sozusagen parlamentarischen Kontrollgremium und müssen sich Fragen stellen. Scheint mittlerweile so die Hauptbeschreibung ihres Jobs zu sein, sich also den Fragen der Parlamentarier zu stellen. Und man muss sich, glaube ich, klar machen, dass es paradigmatisch ein anderer Ansatz ist als wir in Europa kennen. Nämlich nicht die Frage, ob man eine Nadel im Heuhaufen sucht, sondern dass man eben einfach den gesamten Heuhaufen aufhäuft, dann hat man ja auf jeden Fall die Nadel. Das ist natürlich vom Ansatz her ja, genau das, was versucht wurde, auch technisch umzusetzen. Ich will das nur deshalb nochmal betonen, weil wir natürlich jetzt aktuell auch einen Streit haben um die Vorratsdatenspeicherung, denn die übergroße Koalition hat ja beschlossen, dass die Vorratsdatenspeicherung wieder kommen soll. Und das ist nämlich natürlich genau der Ansatz, der natürlich unterschiedlich von der Denke ist, dass man eben die Daten präventiv aufhäuft, um die Informationen, die man gerne hätte, daraus zu finden oder auch neue oder Informationen daraus zu generieren. Mir ist es deshalb wichtig, weil ich glaube, für das Verständnis dieser massenhaften Überwachung ziemlich wichtig ist, denn die Programme, mit denen die Informationen verarbeitet werden, insbesondere über X-Keyscore wurde ja sehr viel geschrieben, die sind natürlich auch genau darauf angelegt, dass man sozusagen diesen sogenannten Full-Take-Ansatz umsetzt. Die Frage, die wir uns natürlich als Betroffene, denn wir sind ja quasi die Datengeber, stellen müssen, ist natürlich, mit welchem Ziel dieser Heuhaufen gesammelt wird und was da eigentlich die Nadeln sind. Und da will ich ganz am Schluss nochmal natürlich drauf kommen. Ich will ein paar Sätze zu den Metadaten sagen, über die sehr viel gesprochen wurde. Warum sind die Metadaten so sehr wichtig in Bezug auf die Auswertung, auch die technische? Und wieso wurde so besonderer Wert auf die Sammlung möglichst eines kompletten Satzes an Metadaten gelegt? Hat einfache technische Gründe. Sie sind zum einen sehr viel kleiner, man kann sie leichter wegspeichern. Sie sind natürlich sehr viel leichter automatisiert zu verarbeiten. Dankenswerterweise haben wir internationale Standards für diese Metadaten, denn wir haben ja aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachungsschnittstellen und der Gremien, insbesondere beim ETSI, die sich also um die Normierung und Standardisierung dieser Daten kümmern, vordefinierte Standards, sodass man die softwareseitig sehr leicht verarbeiten kann. Sie sind natürlich super geeignet technisch für eine sogenannte Anomalieerkennung. Das heißt, kommen neue Kommunikationspartner hinzu, ändern sich die Parameter der Kommunikation, werden sie also sehr viel häufiger oder kommen überhaupt neue Gesprächspartner etwa dazu. Diese Anomalieerkennung oder Änderungen an Gewohnheitenerkennung lässt sich sehr einfach in Software abbilden, die natürlich auch schon seit vielen Jahren gibt. Es ist also ein Riesenbusiness. Und auch die Überwachungsindustrie ist natürlich im Zuge der Snowden-Enthüllung ein bisschen mehr Licht gekommen. Das ist ein
großes Business. Im Prinzip auch noch ganz interessant, dass die Anzahl der Contractors, also der Vertragspartner, weil diejenigen, die direkt bei den Geheimdiensten arbeiten, noch übersteigen. Denn Snowden war ja zuletzt auch kein Geheimdienstmitarbeiter mehr, sondern arbeitete bei einem Vertragspartner. Und ein Teil dieser Vertragspartner sind auch gleichzeitig die Firmen, die Überwachungssoftware und Hardware herstellen. Das ist eine schöne Konvergenz. Man kann da gleich doppelt verdienen. Ich will das nochmal betonen, natürlich ist es auch interessant letztlich für die Langzeitspeicherung. Sie wissen, in Bluffdale, aber noch an einem anderen, Bluffdale in der Nähe von Salt Lake City, aber noch an einem weiteren Standort werden derzeit riesenhafte Datencenter gebaut. Dann weiß man auch, warum. Also in der Größe, wie sie bisher ja in der Menschheit nicht gebaut wurden. Vielleicht noch, ich will vielleicht das Bild noch erklären. Das Bild ist ein Ausdruck aus so einer Software, allerdings schon ein bisschen älter. Das stammt aus einem Regierungsskandal von der griechischen Regierung, die mal abgehört wurde bis zum Regierungschef. Und da hat mal einer der Ermittler während einer Pressekonferenz einen Ausdruck dieser Metadatenanalyse gezeigt, was ich ganz fand für das Verständnis, wie man also menschliche Kommunikation abbildet über solche Graphen. Fand ich ganz, ganz gut. Es gibt natürlich Teile, über die in der Öffentlichkeit sehr viel weniger gesprochen wird als über die massenhafte Überwachung. Ich glaube, das ist noch eine technische Überwachungsmaßnahme, die die meisten Menschen sich irgendwie noch vorstellen können. Viel schwieriger wird es natürlich, wenn wir über das tatsächliche offensive Vorgehen der Geheimdienste reden. Also ein mindestens zumindest finanziell ebenso gut, also im Prinzip, ja, bestens ausgestatteter Bereich vom Personal und vom Geld. Und ich habe als Beispiel das Programm Bullrun mitgebracht. Es gibt dazu ein Pendant. Das Bullrun-Programm ist ein NSA-Programm. Das GCHQ-Programm heißt Agile und ist eigentlich ein gigantisches mit 250 Millionen auf NSA-Seite finanziertes Programm der Antisicherheit, wo versucht wurde, innerhalb eines also noch größeren Programmes, nämlich Special Operations, die auf die strukturelle Schwächung von Sicherheitsmaßnahmen gegen Abhören zielen, wo versucht wurde, mit verschiedenen Maßnahmen heute übliche Verschlüsselung zu unterminieren. Insbesondere waren die Angriffsziele, und ich will jetzt gar nicht die ganzen Abkürzungen, die Ihnen vielleicht im Wesentlichen was sagen, aber vielleicht nicht im Einzelfall eingehen, aber man hat die typischen Wege, wo heute verschlüsselte oder Verschlüsselung standardmäßig eingesetzt wird, versucht anzugreifen. Also verschlüsselte Kommunikation übers Netz, aber natürlich auch Generationen neuer Protokolle, die sich jetzt gerade erst durchsetzen, insbesondere aber auch sogenannte VPNs, also wo man innerhalb von Firmen insbesondere verschlossene Netze hat, innerhalb derer man kommunizieren kann. Und natürlich auch etwa Voice over IP, also verschlüsselte Internettelefonate. Man hat also die typischen Wege, die man etwa beim Online-Banking, beim Chatten, beim Telefonieren, beim E-Mail-Schreiben nutzt, versucht anzugreifen. Mit den klassischen Methoden der Geheimdienste, also durchaus auch V-Männer. V-Männer bedeutet hier, dass man Menschen in die Firmen einschleust, wie man sich das etwa ja, bei der NSU vorstellt, so läuft das auch im Wirtschaftsbereich. Teilweise offen, das ist das sogenannte Drehtürprinzip, das also nicht ungewöhnlich ist, gerade im amerikanischen Bereich, dass also Leute innerhalb der Geheimdienste arbeiten, innerhalb der Contractors. Also man wechselt da hin und her und dann in den Ministerien auch teilweise, aber auch richtige V-Männer, wie man sie klassischerweise kennt, also Menschen, die eine Zweitbezahlung dafür bekommen, dass sie Informationen aus den Unternehmen liefern, insbesondere wenn sie in den technischen Abteilungen arbeiten. Zum anderen die Manipulation der Standardisierungsgremien. Hier ist besonders das NIST zu nennen. Das ist ein Normierungsinstitut in den USA beheimatet, die alle wesentlichen in den westlichen Ländern benutzen. Verschlüsselungsstandards definieren, die machen so einmal in der Dekade auch Wettbewerbe, dass man neue Verschlüsselungsstandards definiert. NIST hat in zwei Pressemitteilungen einräumen müssen, dass sie manipuliert wurden. Die Gerüchte gab es schon sehr lange, aber welche Verschlüsselungs- und Hash-Verfahren, also Hash-Verfahren werden meistens für die Signierung von Informationen, sodass man ihre Authentizität beweisen kann, benutzt, betroffen waren, hat NIST dann selbst veröffentlicht. Natürlich die klassische Kryptoanalyse, also Schwachstellen in den mathematischen und vor allen Dingen Anwendungsverfahren von Algorithmen finden, die
Software und Hardware selbst schwächen, indem man versucht, also Hintertüren einzubauen. Das hat man teilweise über VMiner gemacht, teilweise aber auch über NIST, also über die Standardisierung selbst. Dann klassische Hacking, man hat also ganze Divisionen auch teilweise automatisierte Vorgehen, wo man offensiv Rechnersysteme angreift, und zwar nicht nur Mobiltelefone und PCs, sondern auch die Hardware und Switches, die den Netzverkehr vermitteln. Das Hacking ist insofern interessant, dass also auch, wir wissen ja, also ich will es mal andersrum formulieren, verkauft wird uns ja diese riesenhafte Überwachung mit Terrorismus oder im Wesentlichen mit dem Finden von Terrorismusverdächtigen. Wenn man sich aber natürlich ansieht, gerade in diesem innerhalb des Hacking-Programmes, so sind die Beispiele dafür, das waren ungewöhnliche Definitionen von Terroristen. Wir gehen, also zum Beispiel die G20-Treffen sind dadurch gekennzeichnet, dass man versucht hat, die Rechner und die Mobiltelefone von den Teilnehmenden zu hacken. Wir haben natürlich die Botschaften, wir haben die EU-Institutionen, das ist also eine merkwürdige Terrorismusdefinition. Natürlich müssen wir hierzu auch die Telefone der Kanzlerin rechnen, wobei die nicht innerhalb des Bullrun-Programms waren, aber im zugehörigen in den zugehörigen Operations. Wir haben zusätzlich noch die, beim Hacking muss ich erwähnen, beim Hacking ist noch ganz interessant, hier gibt es den ersten Vorfall, der weltweit bekannt wurde, da wird ja vielleicht Herr Bregelmann nachher was zu sagen, der tatsächlich ein sogenannter Cyberangriff im Sinne des NATO-Tallinn-Manuals war. Bekannt geworden ist nämlich auch, dass die Geheimdienste, also der GCHQ im Verbund mit der NSA, eine kritische Infrastruktur eines befreundeten Landes, in diesem Fall Belgien und Belgacom, das ist also ein teilweise staatliches Unternehmen, ähnlich der Telekom hier, mit dem Hacking angegriffen haben und auch übernommen haben, erfolgreich. Und sie haben sich hier nicht an irgendwelche unwissenden Mitarbeiter herangemacht, sondern sie haben explizit die Rechner derjenigen, die in der IT-Abteilung, also Maintenance und Administration arbeiten, gehackt. Und damit haben sie die kritische Infrastruktur übernommen, und laut dem NATO-Tallinn-Manual ist das ein Angriff. Das ist also eine interessante Konstellation, die bisher so auch noch nicht gab. Belgien hat natürlich entsprechend sauer reagiert, aber nicht anders als bei uns, war dann mit der Empörung auch der Streit beendet. Ja, wir sehen auch das Budget. Zu dem Budget werde ich gleich nochmal kommen, denn innerhalb der Snowden-Enthüllung ist natürlich auch bekannt geworden, wie viel Geld eigentlich in diese Programme gesteckt wird. Dazu komme ich gleich nochmal speziell. Ich will nur noch einen Satz zu der Wirtschaftsspionage sagen und zitiere ihn aus einer Antwort, einer kleinen Anfrage im Bundestag. Es gab ja über 250 Fragen, die von den verschiedenen Parteien an die Bundesregierung gestellt wurden, die auch größtenteils beantwortet wurden, allerdings etwa zu der Hälfte mit der Antwort, dass das Geheiminteressen unterläge. Aber ich habe Ihnen meine Antwort auf die Frage nach der Wirtschaftsspionage geliefert. Und hier antwortet die Bundesregierung, dass es sich, was von der US-Seite versichert wurde, dass es sich hier nicht um Wirtschaftsspionage handeln würde. Denn unser Bundesinnenminister sei am 12. Juli in Washington gewesen und die Geheimdienste hätten ihm gesagt, wir wirtschaftsspionieren nicht. Und deshalb sei es auch keine Wirtschaftsspionage. Ein paar Wochen später sind die sogenannten die Priority Framework, also die Liste der Prioritäten in den verschiedenen Ländern und Kontinenten der NSA öffentlich geworden. Da ist in Europa und in Deutschland Terrorismus nicht mehr dabei. Es sind lediglich ökonomische Ziele, ausschließlich ökonomische Ziele, die hier in Europa verfolgt werden. Kann man sich natürlich fragen, ob tatsächlich die Bundesregierung so ahnungslos ist oder welche Strategie gegenüber der Befragung durch die Parlamentarier hier gefahren wird. Ganz sicher kann man davon ausgehen, dass ein Großteil dieser Spionage Industriespionage ist. Noch eine kurze Sache zum Black Budget. Ich will noch meine Zeit nicht überziehen. Wir reden hier also von 52,6 Milliarden US-Dollar, die in diesen Geheimdienst fließen. Kann man sich ja mal umrechnen in Kindergartenerzieherinnen, Lehrerinnen oder Windmühlen. Kann man sich ja mal überlegen, es ist also enorme Mengen. Es ist eine Information, die der amerikanischen Öffentlichkeit und auch der Weltöffentlichkeit vorher tatsächlich nicht bekannt waren, als in vielen anderen demokratischen Ländern, wo zumindest das Budget der Geheimdienste offen liegt, war das in den USA nicht so. Interessant war für mich, dass innerhalb des Black Budgets auch die Aufteilung etwa in Personal und Ressourcen und Geld innerhalb der verschiedenen Geheimdienste
zu sehen war. Und hier sieht man sehr deutlich, dass das sogenannte Cryptologic Program, also die Kryptoanalyse innerhalb der NSA, sehr stark finanziert ist. Aus meiner Sicht es gibt keine ernsthaften Ansätze in den USA, irgendwas an diesem Überwachungskartell grundsätzlich zu ändern. Also ich gehe davon aus, dass die derzeitige US-Regierung, aber auch der US-Kongress ausweislich der Vorschläge, die dort jetzt vorliegen zur Beschränkung dieser Programme, ernsthaft was an der Abhörpraxis und auch an der Hacking-Praxis gegenüber den Ausländern ändern will. Da gibt es aus meiner Sicht ganz wenige US-Kongress-Mitglieder oder auch Senatoren, die sich überhaupt mal zu den Ausländern äußern. Das ist eine reine inneramerikanische Debatte um das Abhören, wenn eben Amerikaner mit betroffen waren. Ja, ich will zuletzt natürlich ein paar Fragen stellen, die sich aus meiner Sicht stellen und auf die wenig Antworten gibt. Die sind gar nicht von mir, die stammen von einem US-amerikanischen Professor, der eine interessante Studie gemacht hat, die ich da ausgewiesen habe. Das ist insofern eine interessante Studie, da sie sich mit der uns immer wieder oder gegenüber der Öffentlichkeit immer wieder betonten Zielsetzung dieser Programme auseinandersetzt, nämlich der Frage, wie man Terrorverdächtige findet. Und John Mueller hat 53 Fälle untersucht, und zwar alle die, die ein versuchter terroristischer Anschlag war seit 9/11 oder aber auch tatsächlich ein erfolgreicher und die einen amerikanischen Bezug haben. Also er hat nicht sozusagen alle möglichen, sondern nur die mit amerikanischem Bezug untersucht und kommt zum Ergebnis, was eigentlich nicht überraschen kann, weil denke ich dennoch gegen diese übliche diese Überwachung hat irgendwas mit Sicherheit zu tun, gegen diese Argumentation einzuwenden ist, nämlich alle diese 53 Fälle sind in keinem Fall irgendwie durch geheimdienstliche Datensammlung aufgeklärt worden, denn tatsächlich sind in diesen amerikanischen Cases sehr häufig die versuchten Attentäter auch zur Strecke gebracht worden, sondern durch klassische die Arbeit der Polizei, wozu auch die Auswertung der Telekommunikation gehört, aber wo es keinen Bezug gibt zu geheimdienstlichen Informationsquellen. Insofern ist diese Studie interessant und ich empfehle die durchaus zur Lektüre, denn er und seine Studenten haben sich diese Fälle auch mal angesehen und interessant fand ich, dass diese Terrorverdächtigen auch wirklich alle strunzbescheuert waren. Es ist unglaublich zu lesen, wie dämlich die sich angestellt haben. Das ist faszinierend. Dennoch geht daraus sehr klar hervor, dass die klassische Polizeiarbeit hier jeweils zum Ergebnis, dass sie diese versuchten Attentäter bekommen haben, geführt hat. Deswegen stellt er diese drei Fragen, die ich natürlich auch hier in den Raum stellen will. Zum einen, warum war die Existenz dieser Programme geheim? Also nicht die Frage, was speziell in diesem Programm gemacht wurde und vielleicht auch nicht unbedingt quantitativ, aber warum war die Existenz geheim? Die Frage muss man sich aus meiner Sicht beantworten. Die zweite Frage ist, was wurde belegbar mit diesem Programm erreicht? Sie wissen, dass eingangs im Juni nach den Veröffentlichungen der Washington Post und des Guardian sich Keith Alexander und sein Geheimdienstkoordinator Clapper vor den amerikanischen Kongress stellten und von mehreren Dutzend aufgeklärten terroristischen Anschlägen sprachen. Das mussten sie zurücknehmen. Sie blieben am Ende bei zwei, die sie aber auch nicht fundiert darlegen konnten. Das heißt, diese Antwort auf die Frage, was denn belegbar damit erreicht wird, die steht aus. Die steht natürlich ebenso aus wie bei einem Streit um die Vorratsdatenspeicherung. Ich denke aber nicht, dass man diese Frage beiseite wischen sollte. Die dritte ist natürlich, was kosten diese Programme? Und zu der Kostenfrage gehört aus meiner Sicht die Frage der Abwägung von Nutzen und natürlich auch eine gewisse Frage der Verhältnismäßigkeit. Ich bin nach den vielen Monaten der Snowden-Enthüllung nicht mehr bereit, mir verkaufen zu lassen, dass diese massenhafte Milliarden-Datensätze jeden Tag umfassende Überwachung irgendwas mit der Abwehr von Terrorismus zu tun hat. Ich glaube, es ist aus den Akten ja auch sehr deutlich, dass es hier darum geht, dass die Daten alleine der Machtfaktor sind in einem eher ökonomische Interessen und vor allen Dingen auch Informationssammlungen zum Vorteil der jeweiligen Nationen, dass es hier also eher um Macht als um Fragen der Sicherheit geht. Und ich denke, da sollten wir uns als Bürger
auch nicht mit solchen Antworten, wie ich sie vorhin habe, oder wie sie aus den Antworten der Bundesregierung hervorgehen, abspeisen lassen, sondern ich denke, da sollten wir darauf beharren, dass die Bundesregierung sich überhaupt mal daran beteiligt, jenseits von den Snowden-Papieren zur Aufklärung beizutragen. Denn derzeit ist es ja so, dass trotz der Emissäre, die nach Washington gefahren sind und dort Informationen zur Aufklärung beitragen sollten, alle Informationen, die wir dazu haben, aus der Presse sind und aus den Papieren, die Snowden mitgenommen hat. Und ich denke, das ist kein Zustand, den wir dulden sollten. Natürlich ist in der Öffentlichkeit das Hacken des merkelschen Telefons insbesondere thematisiert worden und Sie wissen ja, dass es dann auch zu dem empörten Anruf gekommen sein soll, aber ehrlich gesagt, mich interessiert sehr wenig, ob Sie das Telefon einer Staatschefin hacken, sondern mich interessiert natürlich insbesondere die Massenüberwachung und die automatisierte, offensive Sicherheitsschwächung von unser aller zivilen Kommunikationsinfrastrukturen. Deshalb möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, dass Sie sich ebenso wie ich nicht mit diesen Zuständen abfinden wollen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Constanze Kurz. Zunächst einmal hätte ich eine Frage. Also vor ein paar Wochen war so ein Hacker-Kongress, Zeltlager in Holland, und da war Julian Assange zugeschaltet. Und auf die Frage, was man denn jetzt machen könne wegen dieser ganzen Überwachung, meinte er, we need strong, strong cryptology. Also wir brauchen ganz starke Verschlüsselung. Und tatsächlich ist es so, dass es ja überall in Deutschland diese Krypto-Partys gibt. Ja. Ich selbst werde irgendwie als BR-Mensch permanent jetzt von irgendwelchen Redaktionen darum gebeten, den Hörern zu erklären, wie man E-Mails verschlüsselt. Und alle führen jetzt irgendwelche Schlüssel ein auf ihren Homepages, damit man ihnen auch verschlüsselte E-Mails irgendwie schreiben kann. Meine Frage wäre, ist das tatsächlich die Lösung, dass wir jetzt alle anfangen, uns mit Verschlüsselung auseinanderzusetzen? Sie hatten ja auch gesagt, es ist ja auch ein politisches Problem. Und wo sind vielleicht auch die Grenzen von dem, was Verschlüsselung sein kann? Es wird ja auch, haben Sie ja gezeigt, sehr, sehr viel Geld auch ausgegeben, um diese Verschlüsselungen zu knacken. Ja. Naja, wenn Sie fragen, ob es eine Lösung ist, dann muss man sagen, wofür eine Lösung. Also zum einen, Verschlüsselung schützt Inhalte. Das heißt, man kann die Inhalte der Kommunikation, ob Chat oder E-Mail oder Telefon, damit schützen, aber zunächst auch nicht die Metadaten. Das heißt, wer mit wem, wie lange, wie oft und dann möglicherweise auch von welcher Position aus, also geografisch, kommuniziert. Dennoch ist es natürlich eine Möglichkeit und ohnehin sind Verschlüsselungsalgorithmen nicht mehr wegzudenken, weil ja auch unsere gesamte Wirtschaft über die Netze kommuniziert und einfach viele Geschäftsprozesse über das Netz laufen. Ich glaube schon, dass es kurzfristig jedem anzuraten ist, zumindest ein Teil, so er dann kann, seiner Kommunikation zu verschlüsseln, weil ich einfach davon ausgehe, dass wir aus dem politischen Raum derzeit wenig Hilfe bekommen und dass es sehr lange dauern wird, bis sich diese Geheimdienstmafia in einen, also sozusagen anders reguliert wird. Da glaube ich schon, dass es dauern wird. Ich glaube, dass es eher so ein Prozess sein wird, wie bei der Nachhaltigkeits- und Ökobewegung. Also eher eine Bewegung von unten. Das heißt, auch wir alle müssen unser Verhalten ändern. Denn der Vorwurf, den ich auch immer wieder von politischer Seite natürlich höre, ist ja, naja, drehen sich die Bürger auf, wir haben ja alle einen Facebook-Account. Und natürlich ist da auch was Wahres dran. Das heißt, wir werden uns alle fragen müssen, ob wir angesichts der Vertrauenskrise, die ja eigentlich diese Snowden-Enthüllungen sind, ob wir selber so fortfahren wollen, wie wir das jeden Tag tun. Und ich denke, wie bei der Ökobewegung wird es, glaube ich, auch einen Markt geben. Der beginnt ja schon, aber der wird sicherlich stärker werden, dass man Lösungen, die auf Sicherheit und Verschlüsselung setzen, auch also sozusagen als Geschäftsfeld entdeckt. So wie man, weiß ich nicht, grüne Technologien immer entdeckt hat. Ich glaube halt nur, dass es nicht zu schnell gehen wird. Ich glaube, das ist ein Prozess, der sich eher über ein Jahrzehnt ziehen wird. Haben Sie nicht Angst? Also ich weiß nicht mehr, wer es war, ob es unser Innenminister Friedrich war oder Hans-Peter Uhl, der vor ein paar Monaten gesagt hat, die Bürger sollen sich selber um ihre Privatsphäre kümmern. Haben Sie nicht Angst, dass sozusagen diese ganze Frage Privatsphäre, Datenschutz dann delegiert wird an den Einzelnen, an das Individuum und die Politik irgendwie sagt, naja, ist uns sozusagen Wurst?
Nein, möchte nicht missverstanden werden. Ich finde das nicht richtig. Ich finde schon, dass unser Verfassungsminister ein peinliches Armutszeugnis ablegt, wenn er sagt, angesichts der Affäre, ja, wir müssen halt verschlüsseln, Bürger. Also letztlich ist ja unser Telekommunikationsgeheimnis, aber auch die Menschenwürde, aus der ja die informationelle Selbstbestimmung abgeleitet ist, ein Grundrecht. Also klar, ich finde nicht richtig, dass gerade auch von Regierungsseite nicht wirklich Schritte unternommen werden, überhaupt umzudenken. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass man vier Wahlen nicht hat derzeit. Also gut, das wird hoffentlich ein Übergangsphänomen sein, aber während wir ja hier reden, das läuft ja weiter. Das ist ja nicht so, dass also Friedrich aus Washington zurückkam und jetzt ist alles wieder gut, sondern während wir hier reden und manche Leute kommunizieren, fallen diese Daten weiterhin an. Hat sich ja nichts verändert. Sie haben gerade von der Geheimdienstmafia gesprochen, dass man die kontrollieren müsse. Lässt sich denn eine Mafia tatsächlich kontrollieren? Die Wortwahl mag drastisch sein, aber ich ja, also worauf ich hinaus will, ist natürlich die Frage, lassen sich Geheimdienste, die ja geheim operieren, aber selbstverständlich. Das Erste ist, wir bezahlen sie. Es sind unsere Steuergelder, mit denen sie übrigens auch den Schwarzmarkt der Sicherheitslücken bezahlen. Wir bezahlen sie. Und wir haben natürlich als demokratisch-freiheitliche Gesellschaften das Recht, ihnen auf die Finger zu schauen. Aus meiner Sicht ist ein Großteil dieser Geheimdienste abzuschaffen. Ich wäre nur bereit, als Staatsbürger einen sehr kleinen Teil dieser nachrichtendienstlichen Tätigkeit überhaupt noch zu dulden. In den USA hat sich aber ein Cluster an Menschen, da arbeiten ja ungefähr 900.000 Menschen gebildet, ja vollkommen unkontrolliert. Das ist ein rechtsfreier Raum. Da sind wir in Europa sicherlich noch besser, aber auch hier ist es so, dass der BND sich bequemt hat, nach der Veröffentlichung die beiden parlamentarischen Kontrollgremien, also der Bundesamt für Verfassungsschutz und der BND, sich bequemt haben zu informieren, dass ja, sie auch das X-Keyscore-Programm benutzen, nachdem es in der Zeitung stand. Also auch hier ist die parlamentarische Kontrolle nicht ausreichend. Ehemalige Mitglieder der parlamentarischen Kontrollgremien bei uns betonen das ja auch, dass man da eine Menge tun könnte. Aus meiner Sicht selbstverständlich. Ich glaube nicht, dass wir das dulden müssen auf Dauer. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum an Konstanz? Will vielleicht noch eines dazu sagen. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass ich habe halt da war ich ein Teenager und ich war dabei, wie in der Normannenstraße in Berlin der Geheimdienst überrannt wurde. Also ich habe gelernt, dass es geht. Das heißt, dass ein Geheimdienst auch implodieren kann. Und das mag meine Hoffnung nähren, dass wir das nochmal können. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Konstanze Kurz? Ja, bitte. Ich glaube, wegen der... Ah, okay. Dankeschön. Was meinst du denn, was der Datenschutzbeauftragte für eine Rolle haben könnte in so einem Konzept? Und dann die andere Frage, die habe ich gestern auch schon an Markus gestellt. Kann man irgendetwas tun über das Verfassungsgericht oder wie auch immer, um unsere Regierenden dazu zu zwingen, dass sie das tun, was ihre Pflicht ist? Also vielleicht zwei Sachen. Unser Bundesdatenschutzbeauftragter Peter Schaar, der ja in Kürze sein Amt räumen wird, hat natürlich dazu, also er hat eine Stellungnahme abgegeben, die aus meiner Sicht auch relativ deutlich ist, aber er hat letztlich darin, glaube ich, er hat nicht wirklich viel damit zu tun, denn wir reden hier ja über Gesetze fremder Länder, sowohl auf die britische wie auf die amerikanische Gesetzgebung, aber auch andere Länder haben wir natürlich wenig Einfluss. Wir können uns ja hier, und betrifft ja auch Schaar, nur auf den Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz und den militärischen Abschirmdienst oder jedenfalls unsere Geheimdienste beziehen. Natürlich ist aus meiner Sicht eher eine Frage, wie man politisch Druck ausübt. Wenn die Bundesregierung das wollte und den Machtfaktor in dieser Überwachung sehen würde, könnte sie das natürlich tun. Ja, so wie man in anderen Dingen auch verhandelt, könnte man zumindest Bedingungen stellen, aber das wird ja nicht wirklich getan. Also ich glaube, der Ansatz, der jetzt ja von Pofalla ja auch schon sozusagen im ersten Teil der Snowden-Affäre gebracht wurde, dieses sogenannte No-Spy-Abkommen, ist natürlich ein Hohn, weil sie ja eigentlich nur in den Überwachungsclub aufgenommen werden wollen. Aber ich denke, das ist sicherlich nicht unbedingt der richtige Weg. Also mir graut so ein bisschen auch vor der Aufrüstung.
Also einmal der sprachlichen, also alle reden ja jetzt auch in immer mehr militärischen Zusammenhängen über unsere zivilen Netze. Klar, da gruselt es mich natürlich teilweise schon. Also zum, vielleicht als Letzte, natürlich sehe ich auch Wege. Ich habe jetzt selber versucht, also ich bin jetzt Beschwerdeführerin vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, weil gegenüber den Briten sieht die Sache ja anders aus als gegenüber den USA. Die Briten haben 1951 die Europäische Menschenrechtskonvention ratifiziert. Und ich finde, wir sollten als Bürger auch rausfinden, ob diese völkerrechtlichen Verträge halten. Ich würde schon gerne wissen, ob der GCHQ noch irgendwie gegenüber der Europäischen Menschenrechtskonvention legal handelt. Vielleicht haben wir ja Glück und der Europäische Menschenrechtsgerichtshof entscheidet in unserem Sinne. Zumindest aber hoffe ich, dass aus so einem Gerichtsverfahren auch noch Informationen rauskommen. Und ich will mich auch nicht damit abfinden, dass alles, was wir wissen, wir aus den Snowden-Papieren wissen, weil ich finde, dass die Regierungen in Europa und in den USA auch eine Pflicht hätten, jetzt endlich mal ihre Bevölkerung aufzuklären. Eine Frage machen wir noch und dann machen wir mit Dirk Brengelmann weiter. Okay, noch eine. Wie wäre es mit der entgegengesetzten Strategie, indem wir da alle Bürger auffordern, E-Mails zu schreiben, Telefonate zu führen, mit den entsprechenden mittlerweile bekannten Stichwörtern, so dass es sich ad absurdum führt, also dass ich jedes E-Mail an meine Geliebte beginne mit: Ich habe den bombigen Stoff für den Terroranschlag, für die Vernichtung der Eskimos vorbereitet. Dass es so oft vorkommt, dass sie damit nichts mehr anfangen können. Wäre damit richtig, ich muss Sie da enttäuschen. Technologisch ist es nicht sinnvoll, also sozusagen mit so einem Noise, also dass Sie sehr viel, das können Sie sehr leicht filtern technisch. Wenn, also selbst wenn wir das zu großen Teilen der Bevölkerung machen würden, könnte man leicht wegfiltern. Aber also, es geht hier nicht um Terror. Um nichts anderes. Ich hätte noch eine Frage an Sie. Sie haben 3 Smartphones, Sie haben Ihre Kamera abgeklebt, das habe ich Gott sei Dank auch schon gemacht. Aber was soll man sonst noch tun? Hilft es was, dass man X-Quick benutzt? Was sind die Mindeststandards außer Datenvermeidung, was Sie uns raten würden? Also ich selbst bin auch kein radikaler Datenvermeider. Ich lebe ja auch in dieser digitalen Welt, das ist auch mein Beruf. Aber also ich habe seit vielen Jahren strukturell begonnen, einfach mein Verhalten zu überdenken. Das bezieht sich auf. Ich will mal grundsätzlich eine Bemerkung dazu machen. Es ist sehr schwer im digitalen Raum, wenn man nicht sehr gut informiert ist, Risiken einzuschätzen. Das ist ein Problem. Es ist auch das Problem, dass man natürlich, wenn man etwa was kauft, ein Mobiltelefon, ein Rechner oder Software, einzuschätzen, wie der Preis sozusagen der Sicherheit ist. Man kann das schwer einpreisen, weil man die Risiken schwer abschätzen kann. Aber ich habe versucht, über die Jahre mein eigenes Verhalten dahingehend zu ändern. Also bemühe mich, einen Großteil offener Software zu benutzen, also die Quelltext offen ist, die also besser geschützt werden kann, etwa durch Hintertüren. Ich verschlüssele den Teil meiner Kommunikation, den ich in irgendeinem sinnvoll bequemen Weg tun kann. Also ich habe keinen Aluhut auf, weil ich für manche Teile meiner Kommunikation zu aufwendig finde. Ich benutze Anonymisierungsdienste, weil ich nicht mein komplettes Verhalten offenlegen will. Also das ist so ein, mir geht es nicht um so ein Schwarz oder Weiß, sondern mir geht es eher darum, dass ich das überdenke. Zum Beispiel, wenn ich mir ein neues Gerät kaufe, was ich mich vielleicht für anders verhalte als beim vorigen Kauf. Also ich werde nicht in so eine fundamental paranoia Aluhut-Sache übergehen lassen. Aber das setzt ja schon ein hohes Maß an Kenntnis voraus. Was mache ich als einfacher Anwender, der halt gerade mal in der Zeitung liest, dies ist gefährlich und so weiter, und der dann mal anfängt, X-Quick zu machen und denkt, jetzt bin ich geschützt. Jetzt sagen Sie, da ist man auch nicht geschützt, zumindest verstehe ich Sie so. Online-Banking ist auch gefährlich, egal was ich mache, egal wie grün der Streifen drumherum ist in dem Online-Banking. Was würden Sie mir raten? Gibt es ein Papier für so einfache Menschen wie mich, also IT-technisch einfache Menschen wie mich, wo man sagt, das leistet man, das macht man, da geht man so vor? Also der Vorteil ist ja, dass man heute eine Menge Informationen haben kann. Nun ist mir aber klar, dass jeder hat einen anderen Beruf, ja, also natürlich sich nicht permanent mit irgendwie neuen technischen Entwicklungen befassen will. Aber ich denke, man wird einen gewissen Zeitanteil dafür nutzen, müssen sich technisch informieren. Es gibt ja nur in allen Sprachen auch sozusagen Bedienstleister, also etwa Heise, die aktuell informieren. Es gibt eine Menge How-Tos. Ich selber betreibe eine Webseite, wo ich solche Hinweise gebe, wo man also für bestimmte Sachen wie
E-Mail-Verschlüsselung oder Suchmaschinen oder Festplatten, wo ich Informationen zusammenstelle, weil ich eben so oft die Fragen kriege. Aber man wird nicht drum herum kommen, sich auch aktuell zu informieren. Zum Zweiten, was man, glaube ich, immer machen muss, und das wird auch nicht besser werden in naher Zukunft, ist, dass man die Programme, Betriebssysteme, Browser, vor allen Dingen aber auch Mobiltelefon, die man nutzt, aktuell hält. Also, dass man diese typische Predigen, updaten, auch wirklich macht. Wenigstens sozusagen die geheimdienstlichen Schnüffeleien und übrigens auch die der normalen Kriminellen ja, zu unterbinden. Ist mir eigentlich egal, wer auf meinem Rechner schnüffelt. Ich will eigentlich, dass niemand da schnüffelt. Ich kann es nicht genauer sagen. Man bekommt immer ein schlechtes Gewissen, wenn man solche Vorträge hört. Ja. Sobald ich zu Hause bin, werde ich alles ändern. Willkommen zu Dirk Brengelmann. Cyber-Außerbeauftragter der Bundesregierung, ist das die korrekte Bezeichnung? Nee. Ich habe es mir fast gedacht. Was ist denn die korrekte Bezeichnung? Sonderbeauftragter für Cyber-Außenpolitik im Auswärtigen Amt. Genau, Sie sind das, glaube ich, seit Sommer. Ist das eine Stelle oder eine Funktion, die neu geschaffen worden ist? Ja, die ist neu geschaffen worden. Die war schon in der Planung, aber ich gestehe, dass die Enthüllungen das Ganze dann etwas befördert haben. Es war eine neue Stelle, ja. Herr Brengelmann, wie wird man das? Im Auswärtigen Amt wird man vieles, ohne dass man es vorher schon ahnen konnte, dass man das wird. Also ich habe verschiedene Jobs im Rahmen des Auswärtigen Amts gehabt und das war, wie gesagt, eine neue Stelle. Ich glaube, bei mir ist der Hintergrund vor allen Dingen ein multilateraler und ich glaube, das war ein wesentlicher Punkt, warum ich diesen Job dann bekommen habe. Gibt es ähnlich zugeschnittene Stellen in anderen Ländern auch oder ist das jetzt eine deutsche Spezialität oder sind wir da vielleicht sogar zu spät gekommen? Also wie stehen wir da so im internationalen Vergleich? Wir waren sogar relativ spät, ja. Es gibt solche Jobs in den meisten Außenministerien und treffe mich auch jetzt regelmäßig mit den Kollegen aus diesen Außenministerien. Im letzten Monat haben die Chinesen auch jetzt eine solche Stelle gegründet in Russland, in den USA, in Frankreich und in vielen anderen Ländern gab es das schon länger. Vielen Dank. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, besten Dank. Und Sie haben ja schon die Frage gestellt, warum wurde dieser Job gegründet. Ich muss eins dazu sagen, ich bin nicht derjenige, auch wenn das vielleicht so erscheinen mag, der mit der NSA spricht. Die Verhandlungen mit den NSA-Leuten führen die Kollegen von den Diensten und die sogenannten Emissäre, wie Sie es ja gerade gesagt haben, das ist das Kanzleramt, das Innenministerium und die Dienste. Dennoch war der Job für mich von Anfang an mit dem, ich sag mal, Fallout sozusagen der NSA-Affäre verbunden. Und so ist es bis heute auch geblieben. Und während wir hier reden, kann man ja davon ausgehen, dass es jeden Tag weitergeht mit weiteren Enthüllungen. Keiner weiß so recht, was da noch alles kommt. Und ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen, dass die Amerikaner sehr oft doch da auch PR-mäßig sehr in der Defensive sind. Weil vielleicht wissen sie es nicht ganz genau, was noch kommt. Sie werden es aber sicherlich ahnen. Und wir wissen es nicht und wissen von daher auch nicht, worauf wir uns dann morgen oder übermorgen wieder einstellen müssen. Es ist aber evident, dass diese Enthüllungen zu einer transatlantischen Vertrauenskrise geführt haben. Sie haben aber auch, und das haben Sie ja eben mehrfach thematisiert, Sie haben auch zu einem Verlust an Vertrauen in das System als solches geführt. Also wir haben es, wenn man so will, mit zwei Vertrauenskrisen zu tun. Und alles, was wir machen, hat so ein bisschen den Aspekt, auf beide abzuzielen, auch wenn vielleicht der eine Punkt mehr in die transatlantische Richtung geht und ein anderer mehr generell ist. Sie sprachen schon von den bilateralen Gesprächen. Ich bin nicht dabei, kann und will auch nicht viel dazu sagen. Selbst wenn ich was dazu sagen könnte, kann ich es nicht, da wird das parlamentarische Kontrollgremium informiert, andere nicht, aber ich bin noch nicht mal dabei, von daher könnte ich auch persönlich nicht viel dazu beitragen. Unsere Hauptaktivitäten mit uns, meine ich jetzt das Auswärtige Amt, beziehen sich auf das, was in der EU läuft, was in den Vereinten Nationen, in anderen Gremien läuft und dazu kann ich was sagen. Unter dem Aspekt Datenschutz laufen die Gespräche
innerhalb der EU, und die sind schwierig. Wie Sie wissen, gibt es schon seit längerer Zeit die Bemühungen, eine Datenschutzgrundverordnung zu vereinbaren im Rahmen der EU. Das dauert länger, als viele gehofft haben. Das Europäische Parlament hat da schon mal einen Aufschlag geleistet, den bisher der Ministerrat so noch nicht im Detail beantworten konnte. Und da sind auch noch viele Sachen offen. Wir würden es gerne als Bundesregierung relativ schnell zum Abschluss bringen können, aber auf der anderen Seite müssen wir auch zugeben, dass manche der Diskussionen im Rat noch nicht so weit gediehen sind. Das ist die interne Veranstaltung in der Europäischen Union. Mit den Amerikanern gibt es Gespräche auf mehreren Fronten. In den Medien war neulich, dass die Kommissarin Reding und Malmström in Washington gewesen sind. Da ging es um das sogenannte Rahmenabkommen. Danach hörte man ein paar optimistische Töne, was den Zeitpunkt der Abschluss dieser Verhandlungen anbelangt, aber auch, dass die Amerikaner, in dem Fall das Justizministerium, das Handelsministerium, sich kompromissbereit gezeigt hätten. Ich kann das im Detail nicht beantworten. Das wird man sehen müssen, wie viel da wirklich hinter ist. Jedenfalls kamen aus der Ecke der Kommission in dem Kontext ein paar positive Signale. Für mich, nach den letzten 2-3 Monaten zu urteilen, ist im Mittelpunkt ein anderes Abkommen, das ist das sogenannte Safe Harbor Abkommen, was den Datenfluss zwischen insbesondere europäischen und amerikanischen, den transatlantischen Datenfluss zwischen europäischen und amerikanischen Firmen regelt. Da hat die Kommission jetzt vor ein paar Tagen Empfehlungen herausgegeben die sind sehr umfangreich. Dann wird man aber erst mal sehen müssen, wie viel dann in den Gesprächen mit den Amerikanern von diesen Empfehlungen auch wirklich in Vereinbarung umgesetzt werden kann. Das ist für mich ein wesentlicher Punkt, dieses Safe Harbor. Und da merke ich auch in Gesprächen mit Firmen aus dem Silicon Valley, dass die das für sie als materiell sehr bedeutsam empfinden. Also sagen wir es mal etwas salopp, vielen amerikanischen Internetfirmen gehen bei der Diskussion um dieses Abkommen etwas die Muffen. Die haben Angst, dass das ihre geschäftlichen Interessen direkt berühren kann. Und dann gibt es noch ein paar andere Baustellen, mehr im strafrechtlichen Bereich etc. Aber das sind Gespräche, die also nicht nur in einem Thema stattfinden, sondern auf mehreren Ebenen. Und es geht sogar hin bis zu diesem sogenannten Freihandelsabkommen, wo die Frage noch offen ist, wird es dort auch einen Paragraphen zum Datenschutz geben? Und wenn ja, wie umfangreich wäre der? Also das läuft alles parallel. Und nochmal, für mich ist das Safe Harbor zentral bei der ganzen Geschichte. Wir werden aber nicht alles jetzt sozusagen zwischen EU und den USA regeln können. Ich glaube, es ist wesentlich, dass auch die Amerikaner intern ihre Debatte weiterführen. Und Sie sprachen schon die verschiedenen Vorlagen im Kongress an. Es gibt eine unter dem Namen Freedom Act von dem Abgeordneten Sensenbrenner und dem Senator Leahy. Die geht etwas weiter als andere, die aus der sogenannten Intel-Community kommen, zum Beispiel von der Senatorin Feinstein. Und wenn man mit Amerikanern spricht, merkt man, dass die selber es im Moment schwierig finden, einzuschätzen, wie die Diskussion im Kongress dazu jetzt wirklich weitergehen wird. Also es ist sogar vorstellbar, dass der etwas weitergehende Freedom Act in dem einen Haus eine Mehrheit kriegt, aber der andere in dem anderen Haus. Und dann läuft es am Ende des Tages in so etwas wie bei uns das Vermittlungsausschussverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat. Und dann weiß man meistens wirklich nicht mehr, was dann am Ende noch rauskommen wird. Also die Amerikaner führen diese Debatte intern. Sie ist aber dennoch wichtig, weil sie hat auch mit der Frage zu tun, ob es denen gelingen wird, eine neue Balance zu finden und mehr Kontrolle gegenüber den Diensten zu implementieren. Es ist richtig, dass in der amerikanischen Debatte es natürlich primär um den Schutz der Belange amerikanischer Bürger geht. Das war auch hier in der medialen Kommentierung zur Debatte in Amerika ja immer ein wichtiger Punkt. Ich habe diesen Punkt gegenüber Amerikanern und gegen amerikanischen Kongressabgeordneten auch immer wieder gemacht, dass das hier bei uns sehr schlecht angekommen ist. Die Verfassungsrechte amerikanischer Bürger und wo sind unsere Rechte? Man kriegt dann so eine Reaktion wie, ja, das kann ich schon verstehen, aber Sie haben recht, bisher fokussiert die amerikanische Debatte nach wie vor auf den Schutz amerikanischer Bürger.
Da gibt es allerdings dann wieder auch die Interessenlage der Silicon Valley Firmen. Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef, hat auch auf dem Hügel, also im Kongress, klar und deutlich gesagt, dass solche Töne für sie, die Silicon Valley Firmen, abträglich sind, weil die Ausländer seien auch ihre Kunden. Und eine solche Debatte würde für sie eher schwierig sein. Silicon Valley Firmen haben aber vor allen Dingen vor allem Sorge, dass die Europäer im Rahmen der Datenschutzverhandlungen von ihnen Zusicherungen verlangen, dass Daten nur dann herausgegeben werden, wenn es Zusicherung gibt. Gleichzeitig aber die Gesetzeslage in ihrem eigenen Lande so ist, dass sie es weitergeben müssen und auch nicht drüber reden dürfen. Eine der wichtigsten Forderungen der Internetfirmen gegenüber Washington ist, dass sie in Zukunft mehr Transparenz zeigen dürfen. Mit anderen Worten, die amerikanischen Internetfirmen wollen sagen dürfen, wie viel sie herausgeben mussten. Bisher können sie das so nicht. Das ist sozusagen mehr die transatlantische Komponente. Wenn es um das Vertrauen in das System geht, ist natürlich der Datenschutz auch ein wichtiger Teil. Aber es geht noch eigentlich weiter. Wir haben zusammen mit Brasilien in den Vereinten Nationen eine Resolution eingebracht, die im sogenannten dritten Ausschuss jetzt auch angenommen wurde. Und wir hoffen, dass auch die Generalvollversammlung die annimmt zum Thema Schutz der Privatsphäre im Internet. Ich mache mir nichts vor, es ist eine Resolution, das ist kein Abschluss der Debatte, das ist der Einstieg in eine Debatte. Für uns war das operative Ziel bei dieser ganzen Resolution die Aufforderung an die Hochkommissarin, dazu einen Bericht im nächsten Jahr zu erarbeiten, sodass wir dann für die Generalversammlung im nächsten Jahr die Grundlage für eine weitergehende Debatte haben. Wir haben diese Resolution zusammen mit den Brasilianern erarbeitet, was bei einigen erstmal Befremden auslöste. Aber ich glaube, was man in der Sache sehr schnell nachvollziehen kann. Die Brasilianer haben ebenfalls deutliche Spuren der NSA-Affäre gehabt und sind seitdem in dem Felde sehr aktiv. Wir haben aber es geschafft, eine ganze Anzahl von sogenannten Co-Sponsoren für diese Resolution zu kriegen. Es gab dann, das stand auch in den Medien, insofern ist es ja nicht geheim geblieben. Es gab dann ein ziemliches Hin und Her, was den Text selber anbelangt. Und es ist uns am Ende gelungen, im Ausschuss Konsens zu diesem Text zu kriegen. Und der Begriff extraterritorial ist in der Resolution drin geblieben, auch vielleicht nicht in der Form, in der wir ihn ursprünglich eingebracht hatten, aber der Begriff ist da. Und das war für uns auch ein wichtiger Punkt in der Debatte. Anderes Thema im Kontext Wiederherstellung oder Vertrauen in das System ist das, was in Deutschland unter dem Stichwort technologische Souveränität läuft. Und da finden Sie auch im Koalitionsvertrag einiges. Aber auch da muss ich sagen, das ist nicht der Abschluss der Debatte. Sie haben in den letzten Tagen zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen das Streitgespräch gesehen zwischen Herr Rieger und dem Herrn Obermann. Die Telekom hat sich ja da mit einigen Forderungen in die Diskussion eingebracht. Gab es Begriffe wie German Routing oder Schengen Routing oder German Cloud, Schengen Cloud, Euro Cloud. Ich glaube, diese Debatte wird auch noch weitergehen. Hier sind wirklich grundsätzliche Fragen berührt, wie was regelt man und wie regelt man es? Regelt man es über Angebote, über Gesetzgebung? Was regelt man also auf welcher Ebene, national oder europäisch? Und ich glaube, es ist jedem klar, warum, wenn es um die europäische Ebene geht, in vielerlei Hinsicht der Begriff Schengen dann dazu kommt. Ich glaube, das ist auch für jeden nachvollziehbar, warum dieser Begriff in die Debatte kommt. Also das wird noch ein bisschen weitergehen. Im Koalitionsvertrag steht drin, wir begrüßen Angebote, das heißt nicht schon eindeutige Festlegung, aber es wird vielleicht einfach nur folgende Bemerkung. Viele unterstützen einen europäischen Ansatz, viele haben aber dann auch immer die Sorge, dass es ein europäischer Ansatz sehr lange dauert. Und gerade wenn es um Sicherheit geht, man eben doch national Dinge schneller machen kann.
Und es gibt einige deutsche Firmen, die sagen, ich kann es nicht beurteilen, ich kann es nur zur Kenntnis nehmen, die sagen, wenn es um Sicherheit geht, wenn es um Verschlüsselung geht, Kryptologie etc., dann seien die deutschen Firmen und gerade auch die mittelständischen Firmen relativ weit vorne. Und insofern sieht man darin natürlich auch die Möglichkeit für einen gewissen Standortvorteil, nachvollziehbar. Also insofern wird diese Debatte national und europäisch und wie wird man es regeln müssen, braucht man hier den Gesetzgeber, wie es zum Beispiel die Position der Telekom ist, die wird uns noch etwas weiter beschäftigen. Es gibt noch eine weitere Frage, auf die der Koalitionsvertrag jetzt auch keine detaillierte Auskunft gibt, nämlich die Frage, wie viel Geld nehmen wir dafür in die Hand? Denn manche der Dinge werden ja auch etwas kosten. In ersten Entwürfen, die so in Berlin zirkulierten, gab es an einigen Stellen dann doch konkretere Hinweise, als es dann am Ende rauskam. Da war dann, wie soll ich sagen, die Streichliste im Endgame der Koalitionsverhandlungen wahrscheinlich auch zuständig, weil unterm Strich kamen sie zu dem Ergebnis, dass alle Finanzierungsvorschläge zusammengenommen den Rahmen, der dafür zur Verfügung stand, wohl sprengen würden. Also sind einige dieser Details auch wieder rausgeflogen. Wenn es um das Vertrauen in das System geht, gibt es aber auch noch andere Spielwiesen sozusagen im Moment. Wir haben eine Diskussion ja schon seit längerer Zeit, wie weit und durch welche Verfahren will man das Internet als solches regulieren, die sogenannte Internet Governance. Und auch hier sind die Brasilianer sehr aktiv unterwegs. Die Präsidentin hat zu einer Konferenz im nächsten Jahr eingeladen, nach Brasilien Ende April nächsten Jahres. Und dabei soll es um die Frage gehen, ob man ein paar Prinzipien entwickeln kann für das Internet und ob man die Strukturen des sogenannten Internet Governance, ICANN etc. anpassen kann. Wir haben nicht mehr viel Zeit bis Ende April. Und bisher waren die Details zur Vorbereitung dieser Konferenz eher spärlich gewesen. Jetzt sind in den letzten zwei Wochen ein paar Verlautbarungen von brasilianischer Seite gekommen. Es soll wohl ein Panel geben an Persönlichkeiten, die sich in diesen Fragen besonders gut auskennen. Der soll bis Ende Februar einen Bericht ausarbeiten. Gleichzeitig hat ICANN zusammen mit den Brasilianern ein Modell aufgelegt, wie auch die Zivilgesellschaft sich an dieser Diskussion beteiligen kann. Ich bin gespannt, wie das weitergehen wird, aber das hat neues Momentum in die Debatte gebracht. Und zum Beispiel ICANN hat schon auch vorher gemerkt, dass sie bestimmte Dinge etwas anpassen müssen. Und der ICANN-Chef Fadi Chiade hat manche Entwicklungen dann auch selber in die Hand genommen und nicht darauf gewartet, dass man ihn zu einigen Dingen dann vielleicht irgendwann mal zwingt. Die Russen haben immer mal wieder vorgeschlagen, dass man fürs Internet einen sogenannten Code of Conduct braucht. Wir waren da bisher und sind es weiter sehr zurückhaltend, weil wir in solchen Vorschlägen dann auch sehr schnell die Bemühungen sehen, dass man die Rolle des Staates im Internet weiter verstärken will. Und wir wollen, wenn es um Zensur geht und so, uns da doch eher gegen wehren. Also wir sind bisher eher zurückhaltend bei solchen Vorschlägen. Wir haben mitgewirkt im Rahmen der Vereinten Nationen in einer sogenannten Group of Governmental Experts. Da geht es um Verhaltensregeln im Internet. Die haben einen ersten Bericht im Sommer diesen Jahres abgegeben. Der wird jetzt endossiert in der Generalversammlung. Und dann soll diese Gruppe weiterarbeiten oder eine ähnliche Gruppe weiterarbeiten. Da wollen wir uns auch dran beteiligen. Wissen nicht, ob uns das gelingen wird. Aber das ist zum Beispiel so ein Feld, wo Rules of Behavior erarbeitet werden. In Wien im Rahmen der OSZE gibt es eine Diskussion um sogenannte vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen. Wenn Sie dann noch die Diskussion zur Internet Governance dazu nehmen, es gibt einiges an Diskussionen, die eben die Frage beinhalten, wie können wir für die Zukunft das Internet im Kontext dieses sogenannten Multi-Stakeholders-Approach weiter ausbauen, ohne es jetzt zu sehr einer staatlichen Zensur zu unterwerfen. Gleichzeitig wollen wir aber auch mehr Sicherheit haben, gerade in puncto Datenschutz. Und das habe ich ja vorhin erwähnt. Und in dem Kontext wird es dann auch manche Überlappung dieser Debatten geben. Das lässt sich nicht vermeiden.
Im klassischen Bereich der sogenannten Cyber Security, vielleicht nur ein Kommentar, kritische Infrastruktur war für uns bisher immer im Vordergrund. Da gab es lange Zeit eine Debatte, ob Firmen, die Cyberattacken bei sich selber feststellen, diese melden müssen. Bisher war in der alten Koalition die Meinung wohl eher, dass das auf freiwilliger Basis erfolgt. Wenn ich das richtig verstanden habe, sehe ich in dem jetzigen Koalitionsvertrag eher die Richtung einer Meldepflicht. Sie wissen, dass die Firmenvertreter, ich meine jetzt Verbände wie der BDI etc., dass sie sich dagegen ausgesprochen haben. Aber so verstehe ich den Koalitionsvertrag, dass das wohl in diese Richtung gehen wird. Ich hatte Anfang dieser Woche ein Panel bei der sogenannten Körperforum Außenpolitik Veranstaltung, der stand unter dem Titel Cyber Warfare. Und wie ich da merkte, hatte man mich eingeladen, darüber zu reden, weil ich eine NATO-Vergangenheit habe. Und man dachte, das ist ja schön, wenn wir jetzt mal einen NATO-Vertreter hier haben oder einen Ex-NATO-Vertreter, und der kann dann ja mal schön erzählen, wie wir jetzt bei Cyber Warfare weiterverfahren. Ich bin sehr, sehr vorsichtig, diesen Begriff zu benutzen. Alles, was ich bisher so erlebt habe an Angriffen, an sogenannten Cyberattacks, war für mich jetzt noch nicht als Warfare in dem klassischen Sinne zu erkennen. Und Sie haben vielleicht auch mitgekriegt, wer sich damit beschäftigt hat, dass die NATO bisher keine Definition im Cyberbereich gefunden hat, was einen Artikel 5, also einen Beistandspflicht, Fall auslösen würde. Nee, diese Festlegung gibt es nicht. Tallinn Manual ist kein offizielles Dokument der NATO. Ist es nicht? Ja, ist kein offizielles Dokument der NATO. Also insofern eine offizielle Definition der NATO, was ein Artikel 5 Fall auslöst im Cyberbereich, gibt es nicht. Und die grundlegende Meinung dazu im NATO-Rat ist vielleicht eher zu beschreiben mit den Worten "We know it when we see it". Ob das naiv ist oder nicht, das kann jeder für sich selbst beurteilen, aber das scheint mir die grundlegende Gefühlslage im NATO-Rat dazu zu sein. Im Moment will man keine Definition des Artikel 5 im Cyberfall festlegen. Ein anderer Punkt, der vielleicht in letzter Zeit auch stärker gekommen ist, BKA-Herbsttagung etc., in welchem Umfang die Cyberkriminalität zugenommen hat. Ich glaube, das ist allerdings auch ein Feld, wo dann vielleicht es mehr Anlass für die Staatengemeinschaft gibt, zusammenzuarbeiten und nicht so sehr Cyber als Feld zu sehen, wo man gegeneinander arbeitet. Die Zahlen da sind horrend und es gibt dazu die Budapest-Konvention, ich weiß nicht, wer dich kennt, die im Rahmen des Europarats erlassen wurde. Wir versuchen auch andere Staaten außerhalb des Europarats dazu bewegen, sich diese anzuschließen. Das geht und einige haben das auch schon gemacht. Dann nur noch zwei, drei andere Stichworte. Wir wollen jetzt in den nächsten Monaten uns auch stärker dem Thema Capacity Building widmen. Das hat zu tun mit dem Stichwort Digital Divide. Da haben wir bisher, muss ich zugeben, nicht viel gemacht und haben einiges an Nachholbedarf. Und insgesamt, glaube ich, muss man auch sagen, dass bei der Debatte, die wir jetzt haben, um das Spannungsfeld Freiheit und Sicherheit geht. Und ich glaube, da merken wir, dass die Dinge vielleicht gar nicht mehr so sich ausschließen können, wie man das vielleicht in der Diskussion in der Vergangenheit manchmal erlebt hat. Man kann im Internet sich, glaube ich, in Zukunft nur frei bewegen, wenn man auch das Gefühl hat, sicher zu sein in seiner Kommunikation. Und ich glaube, insofern wird man die Dinge mehr zusammen sehen müssen. Es geht um die Balance zwischen dem, was der Staat macht und was der Bürger machen kann oder machen darf, ohne dass der Staat dabei ist. Ich weiß nicht, wer diesen Artikel gelesen hat. Für mich war da in den letzten Wochen ein wirklich interessanter Artikel von dem ehemaligen Verfassungsrichter Udo Di Fabio. Der hatte dazu in der Frankfurter Allgemeinen vor, ich glaube, 10 Tagen etwas geschrieben. Das war die Zusammenfassung einer Rede, die er bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes gehalten hat. Ich habe diese Rede gehört. Also der Artikel gibt das nur zu einem Teil wieder.
Die Rede war ausführlicher. Ehrlich gesagt, er stellt die richtigen Fragen, hat auf die meisten dieser Fragen selber keine Antwort. Aber wer den Artikel nicht gelesen hat, ich glaube, ich habe bisher nichts gelesen, was diese Komplexität so gut und dennoch verständlich dargestellt hat wie Udo Di Fabio. Das war es von meiner Seite. Ja, vielen Dank. Ich hätte eigentlich gleich mal zwei, drei Fragen. Das eine betrifft dieses europäische Datenschutzabkommen, das Sie am Anfang vorgestellt haben, wo Sie auch gesagt haben, dass die Bundesregierung das zu einem Abschluss bringen möchte. Also vielleicht für den Hintergrund. Dieses Datenschutzabkommen geht relativ weit, also es wird den Datenschutz stärken. Es gab da große Lobbyinteressen, die versucht haben, dieses Datenschutzabkommen aufzuweichen. Es gab so viele Änderungsanträge wie noch nie in der Geschichte des Europäischen Parlaments, 3.999 genau. Aber die Abgeordneten sind da hart geblieben. Und der Spiegel sagt aber dazu, dass die Bundesregierung dieses Datenschutzabkommen bremst. Also dass die das nicht unbedingt beschleunigen, dass auch sie zu wichtigen Treffen nicht erscheinen. Und natürlich das Problem ist, dass wir im Frühjahr, glaube ich, ein neues EU-Parlament wählen. Das heißt, dieses Gesetz hinten drunter fallen würde. Ja, wie kann es zu dieser Fehlinterpretation kommen, wenn gleichzeitig gesagt wird, dass Sie sagen, dass die Bundesregierung das verwirklichen möchte? Also, das EP hat in der Tat seine eigene Meinung dazu, seinen eigenen Entwurf dazu für ein paar Wochen verabschiedet. Das lag vor allen Dingen daran, dass die Fraktion der EVP, also die Konservativen und die Grünen, hier im deutschen Kontext der Abgeordnete Albrecht und jetzt habe ich den, ich glaube, Voss von der EVP, dass die es geschafft haben, sich da untereinander zu einigen. Also das EP ist auf gut Deutsch in die Puschen gekommen. Wenn Sie die Änderungsanträge im Minister oder die Diskussion im Ministerrat sehen, das ist in allen Feldern noch Streit gegeben oder noch Klärungsbedarf gegeben. Und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir schwer zu glauben, dass das jetzt in der Kürze der Zeit gelingen wird. Das ist meine persönliche Meinung. Ich hoffe es nach wie vor, aber ich bin da eher skeptisch. Und da sind auch Fragen drin, die jetzt nicht unbedingt nur das Feld berühren, worüber wir reden. Da sind auch ganz andere Interessenlagen noch verbunden. Die klassischen Themen wie zum Beispiel, was macht man auf europäischer Ebene, was ist die Rolle und dann die Kompetenz der EU-Kommission und was bleibt bei den Nationen. Und gerade über eine solche Frage kann man sich im Ministerrat sehr wahrheitlich streiten. Also ich bin skeptisch. Ich wäre gerne optimistischer, aber ich bin eher skeptisch. Das ist meine persönliche Meinung. Und wenn es dann um Qualität versus Schnelligkeit geht, aufgrund der öffentlichen Debatte, die wir haben, wäre es für uns natürlich besser, wenn das schneller passieren würde. Wir kommen da auch unter Druck. Und insofern sind wir da in two minds. Vielen Dank. Die zweite Frage, die ich hatte, betrifft diese BKA-Herbsttagung. Es gab ja nicht nur eine Rede von dem ehemaligen Verfassungsrichter Di Fabio, sondern ja auch eine des BKA-Präsidenten, wo er gefordert hat, man müsse für bestimmte Software eine Meldepflicht einführen. Und wahrscheinlich ein Großteil der Software, wie Sie zum Beispiel wahrscheinlich Sie auf Ihrer Homepage empfehlen, also Frau Kurz. Wie passt das zusammen mit dieser Waagschale aus Sicherheit und Freiheit, wenn das, was man ja zur Freiheit einsetzen möchte, dann zum Beispiel meldepflichtig werden soll? Ich habe die Rede von Zirke zwar gehört, aber an den Teil habe ich nicht in Erinnerung. Aber vielleicht nur ein anderer Punkt, was wir oft ins Felde führen, ist eine sogenannte Zertifizierung vom BSI. Das wird gelegentlich auch als fast schon Standortvorteil ins Gespräch gebracht. Das, was Sie gerade anführen, habe ich nicht in Erinnerung. Persönlich finde ich es auch nicht folgerichtig. Gut. Bevor wir dann vielleicht über dieses Schlandnet oder Euronet oder Schengennet reden, was wir tun müssen, wo ich gerne auch Ihre Meinung vielleicht auch noch mal gerne hören würde. Vielleicht noch eine letzte Frage. Ja, also auch aus so einer technischen Sicht. Vielleicht noch mal ganz kurz die Frage, wären Sie vielleicht lieber
nicht Cyberbeauftragter angesiedelt im Außenministerium, sondern vielleicht Außenbeauftragter eines noch zu schaffenden Internetministeriums? Ich bin Diplomat und fühle mich da, wo ich bin, nämlich im Auswärtigen Amt, in der Aufgabe auch sehr wohl. Und Sie fragten mich ja vorhin, ob andere Länder das auch haben. Ja. Und insofern, glaube ich, bin ich da schon richtig angesiedelt. Ich möchte nicht woanders hin. Bevor wir Fragen machen, wollte ich ganz kurz noch mal sprechen über dieses Schengen-Net, das ja zurzeit sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Sie haben auch gestern ja schon den Artikel angesprochen, gestern in der FAZ, dieses Streitgespräch. Frank Rieger, Ihr Kollege vom CCC, hat sich ja ausgesprochen für eine stärkere Technologiehoheit oder Selbstbewusstsein auch in der EU. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht unzulässig verkürzt irgendwie. Wie sehen Sie diese Debatte? Herr Bregemann sprach es ja an. Das heißt ja nicht umsonst Schengen-Netz, weil in Schengen sind die Briten nicht dabei. Dennoch ist es natürlich so, dass innerhalb dieser erweiterten Nine-Eyes auch gleich zwei Länder dabei wären innerhalb dieses Schengen-Netzes, die ebenfalls sehr eng kooperieren. Ich finde interessant, Herr Bregemann, dass Sie ja... Also Ihr diplomatischer Hintergrund kam natürlich sehr, sehr deutlich heraus. Also die Problematik wird ja nicht adressiert. Also im Schengen-Net hätten wir keinerlei sinnvolle Abwehrmechanismen gegen das Spionieren, weil wir ja die Spione mit drin hätten. Und dass es hier natürlich sehr viel technischen Hintergrund gibt, der wenig besprochen wird, sogenannte Peering und Transit, also die technischen Interaktionen im Backbone zwischen den Anbietern, da, wo die Telekom ja einfach durch ihre Geschäftspolitik sehr viel bewirkt in Bezug auf, welche Routendaten nehmen. Ich denke, das wird aber auch die breite Öffentlichkeit auch in Zukunft wenig interessieren. Aber die Problematiken, die Sie angesprochen haben, Bregel, haben alle nichts zu tun mit diesen Geheimdiensten. Die EU-Grundschutzverordnung regelt nicht die Spionage. Das Safe-Harbor-Abkommen hat nichts zu tun mit den Geheimdiensten. Auch das Rahmenprogramm, was Sie ansprachen, hat nichts damit zu tun. Und selbstverständlich, das kann man natürlich jetzt in diplomatische Floskeln packen, aber selbstverständlich blockiert die Bundesregierung das Vorankommen im EU-Rat. Sie könnte einfach erscheinen, würde ja schon mal helfen. Ich kann ja verstehen, dass Sie persönlich da ein bisschen hin und her gerissen sind, aber dass die Bundesregierung das blockiert, das scheint mir evident. Also ich meine, dann müssen Sie einfach nur Vertreter hinschicken, die sich überhaupt an der Debatte beteiligen, weil das nicht mitdiskutieren führt ja dazu, dass er dem EU-Rat scheitern wird. Ich bin auch der Meinung, da bin ich ganz bei Ihnen. Diese Grundschutzverordnung, wie jetzt beschlossen sozusagen in diesem Kompromiss zwischen Voss und Jan Philipp, die wird nicht kommen. Die wird schon deshalb nicht kommen, weil sie ganz massiv auf die Wirtschaftsunternehmen Einfluss hätte. Da bin ich mir schon sicher, dass wir die noch beerdigen werden. Dennoch, also für mich adressiert keiner ihrer Ansätze auch nur einen Ansatz des Problems. Und das ist Teil, finde ich, der gesamten, auch in Europa, politischen Haltung. Ich sehe nur Hilflosigkeit und Ohnmacht und nicht mal den Ansatz davon, die europäische Macht, die im Wirtschaftsbereich sehr wohl besteht, zu nutzen gegen dieses massive Spionieren. Es scheint mir nicht mal ein Ansatz da zu sein. Ich muss das so deutlich sagen, weil ich war ja in diesem Liebeausschuss in Europa, also der Inneres- und Justizausschuss, die sich als einzige Gremium in Europa ordentlich informiert haben. Die haben wirklich über 7, 8 Meetings sind es jetzt, glaube ich, schon, sich Experten reingeholt und sich mal informieren lassen, nicht nur über die Papiere, sondern auch, was die technisch und juristisch bedeuten. Nichts davon ist hier in Deutschland passiert, weswegen die Antworten der Bundesregierung peinlich dürr sind. Es steht ja nicht mal so viel drin, wie in den Zeitungen steht. Also hier war zumindest der Liebeausschuss der EU ein Vorreiter, finde ich ganz großartig. Und der Bericht, der da erscheinen wird, wird die Informationen auch sehr gut zusammenstellen. Aber Ansätze für Lösungen gibt es da keine. Man hat diskutiert mit den Juristen, ob eventuell auch das Europäische Parlament selbst gegen die Briten im Rechtswege vorgehen kann, ob man völkerrechtliche Verträge nehmen kann. Ja, da kommen keine wirklichen Lösungsansätze. Und die UN-Resolution, ach Herr Bregemann, der Text, der sozusagen jetzt da erschienen ist, ist ja auch, also
mal abgesehen von der Tatsache, dass ich nicht bin, das mag diplomatisch interessant sein. Praktisch sind die Auswirkungen null, wenn er überhaupt von der Generalversammlung angenommen wird. Ich denke, wir müssen hier eigentlich über digitale Nichtsangriffspakte reden. Natürlich müssen wir auch über die NATO reden, denn schließlich sind hier NATO-Länder untereinander angegriffen worden. Da müssten wir eigentlich schon drüber reden. Das wird alles nicht adressiert. Ich bin da schon etwas enttäuscht. Ja, Herr Bregemann. Konstanze ja. Kurz ist enttäuscht. Also in der EU, das wissen Sie, abgesehen was den Libe-Ausschuss anbelangt, EU, und das gilt auch für das Datenschutzabkommen, in der EU regelt man nicht die Zusammenarbeit oder die Arbeit der Nachrichtendienste. Es gehört nicht zur Kompetenz der EU. Es ist eine Angelegenheit zwischen den Mitgliedstaaten. Insofern können Sie der EU das vorwerfen wollen. Sie hat aber nicht die Kompetenz dafür. Ja, klar, ist ja auch sehr deutlich geworden. Aber Sie haben natürlich, wenn Sie die drei Vertragswerke ansprechen, die ja nichts, gerade wegen der ja, Kompetenzen, gerade nichts regeln, dann hilft uns das natürlich als bei Safe Harbor und bei der sogenannten Drittstaatenbestimmung in der Datengrundschutzverordnung würde der Punkt schon mit angesprochen. Zu der Resolution, ich weiß, dass die nicht bindend ist, aber die würde ich nicht einfach so abtun. Das ist der Einstieg in eine Diskussion, nicht der Abschluss einer Diskussion. Wir werden die auch fortsetzen und wir haben ich will da nicht ins Detail gehen, aber wir haben gestern schon in Genf eine größere Runde von Botschaftern gehabt, die über das Follow-up dieser Resolution in Genf gesprochen haben. Also insofern, das würde ich nicht verniedlichen. Ist vielleicht so, möglicherweise hat sich meine Erwartungshaltung auch verändert. Ja? Ich nehme mal jetzt diese UN-Resolution als Beispiel. Als Bürger erfährt man ja immer nur so Bruchstücke aus den Zeitungen. Ja? Teile der Formulierung, wer sich da mit wem streitet. Aus meiner Sicht ist das so gestrig, dass ich kaum noch aushalten kann als Bürger. Ich wünsche mir, dass solche Abkommen, selbst dann, wenn sie nicht bindend sind, offen, mit offenem Visier, mit allen Textversionen geführt werden. Ich will wissen, welche Staaten sich da um welche Texte streiten. Ich finde nicht, dass dieser ganze Bereich auch noch geheim sein sollte. Ich wünschte mir halt, so ähnlich wie jetzt manche EU-Ausschüsse machen, dass man das als Bürger nachvollziehen kann. Was ist der Ursprungstext? Wer hat sich wofür eingesetzt? Wer hat wem zugestimmt? Und ich komme mir wieder vor, wie in so einem Bereich halt, ja, man erfährt darüber wenig. Es ist halt so ein opaker Bereich und ich halte das für rückwärtsgewandt. Sie nicht? In dem letzten Punkt würde ich ihr sogar zustimmen, obwohl ich das damit nicht offiziell beantworten kann. Aber persönlich würde ich ihr bei dem letzten Punkt zustimmen. Was aber den Inhalt des Textes, den Inhalt dieser Bemühungen anbelangt, stimme ich ihr nicht zu. Warum nicht? Weil das der Einstieg in eine Debatte war und wir werden die weiter fortsetzen. Wir haben nicht vor, es jetzt nur bei der Resolution zu belassen und damit war es. Das war für uns der Beginn einer Debatte und nicht ein in sich abgeschlossenes Unternehmen und mit dem Erfolg in der Generalversammlung war es das dann. Gut, dann würde ich mal fragen, ob es Fragen aus dem Publikum gibt. An beide, würde ich jetzt vorschlagen, ne? Girl. Das habe ich leider nicht gesehen, aber sie, hast du gesehen, was ich gemeint habe? So, ich weiß jetzt auch nicht, an wen von Ihnen ich mich wenden soll. Jedenfalls meine Frage, wir haben jetzt gehört über die USA, wir haben über die Briten gehört, wir haben EU gehört. Was mir jetzt so ein bisschen in der Diskussion fehlt, ist China. Weil China ist ja auch als die Wirtschaftsmacht schlechthin jemand, der auch sehr viel Interesse haben könnte an diesen ganzen Spionagen und so weiter. Deswegen gibt es da, wer auch immer das beantwortet, irgendwelche Vermutungen oder braucht es da einen chinesischen Snowden? Einen was? Einen chinesischen Snowden. Wer möchte das beantworten? Also, nee, ich kenne jetzt noch keinen chinesischen Snowden. Ja, China wird ja in aller Regel auch unter dem Aspekt der Wirtschaftsspionage immer wieder genannt. Aber dennoch, wir wollen mit den Chinesen auch stärker noch ins Gespräch kommen, weil wir glauben, dass in dem Feld eben auch Möglichkeiten für Zusammenarbeit sind. Ich nannte vorhin Cybercrime, zumindest eins. Also
Kurzum, wir werden im Januar das, was wir Cyberkonsultationen nennen, auch mit den Chinesen haben. Und einen chinesischen Snowden kenne ich nicht, nee. Vielleicht da die Nachfrage, auch wenn das wahrscheinlich nicht in Ihren Bereich fällt, aber was ist denn mit den deutschen Snowdens? Also wären nicht vielleicht auch Maßnahmen mal angesagt, sowas wie Whistleblower auch hierzulande besser zu schützen? Also Vereinigungen von Whistleblower kritisieren zum Beispiel, dass der Whistleblower-Schutz in Deutschland nicht so hoch ist wie in anderen Ländern, auch wie in den USA beispielsweise. Ja, sag schon, fällt nicht in meinen Bereich. Ja, und werde mich da jetzt auch nicht persönlich zu äußern. Schade. Gut, dann machen wir die nächste Frage. Ich habe noch eine Anmerkung zu dem Freedom Act. Ich habe vor ein paar Tagen eine Dame von den Women in International Security gehört, die da die Position sowohl des Kongresses als auch des Senates so beschrieben hat, dass sie gesagt hat, also da gibt es keinerlei Chance, dass sich irgendetwas am Patriot Act ändert. Also das war ihre Einschätzung und die Dame schien da sehr gut informiert zu sein. Aber mir ging es jetzt eigentlich nochmal um einen anderen Punkt, nämlich das berüchtigte Freihandelsverfahren, dieses TTIP. Da, ja, und auch natürlich Safe Harbor. Ich habe Sie nicht so ganz genau verstanden, ob es jetzt eine eindeutige Position im Koalitionsvertrag möglicherweise dazu gibt, das würde mich jetzt wundern, dass man den ja eigentlich auch von Deutschland, von deutscher Seite aus wohl aussetzen könnte. Ist das so? Das ist einfach die eine Frage. Und die andere, wenn sollte jemals die Grundverordnung kommen, dann müsste man ja praktisch die Weitergabe in Drittstaaten unterbinden, nach deren derzeitigen Wortlaut. Die andere Frage ist, was halten Sie von einer Position, über den TTIP einfach nicht weiter zu verhandeln, solange wir nicht vollständige Aufklärung haben, was diese Geheimdienstskandale angeht, und wenn darin nicht auch ganz klare, ich meine so Papieren wie auch immer, aber eben Schutz- und Kontrollvorschriften drin sind. Ja, also zu dem ersten, dem Freedom Act und seine Beziehung zum Patriot Act. Vielleicht nur einfach Folgendes. Der Autor dieses Freedom Acts ist jemand, der an der Erarbeitung des Patriot Act selber beteiligt war und befragt, warum er jetzt eigentlich für diesen Freedom Act eintritt. Und er sei auch einer der Co-Autoren des Patriot Acts, sagte er dann, er sei sehr enttäuscht, wie dieser, es war damals ein Kompromiss, der Patriot Act, und er sei persönlich sehr enttäuscht, wie der umgesetzt worden wäre, derweil der Kompromiss sei damals das Wort relevant gewesen im Patriot Act, und er hätte jetzt halt feststellen müssen, dass die Dienste das Wort relevant mit einfach alles übersetzt hätten. Und das sei die Triebfeder für ihn. Dass das gar nichts ändern würde, das halte ich für überzogen. Aber wir wissen noch nicht, was jetzt in dem Kontext verschiedener Entwürfe rauskommen wird. Da gibt es nicht nur den Freedom Act, da gibt es auch noch den Entwurf von Frau Feinstein, die ja sonst immer eine große Verfechterin liberaler Rechte war, aber in dem Kontext Intelligence doch eher eine prononcierte Intel-Community-freundliche Position vertreten hat. Und insofern ist es schwer zu sagen, was insgesamt am Ende rauskommen wird. Safe Harbor, da gibt es im Koalitionsvertrag einen Begriff zu, ja, heißt nachverhandeln. Und so steht es im Koalitionsvertrag. Und wie gesagt, die Kommission, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich glaube, es waren über 10 Vorschläge, die von Seiten der Kommission kamen, wie man diese Safe Harbor-Vereinbarung verbessern könnte, anpassen könnte. Das wäre schon ein Fortschritt. TTIP hat sich die Kanzlerin klar zu geäußert, dass sie meint, dass man das nicht in Geiselhaft nehmen sollte. Ja, als Bürger erwarte ich nicht vom Staat, dass er mir alles abnimmt, was meine Privatsphäre schützt. Aber ich erwarte, dass der Staat die Rahmenbedingungen setzt, die meine Privatsphäre schützen kann. Wenn ich jetzt Sie so hier erlebt habe und auch so ein bisschen den Eindruck habe, dass Sie ganz viele Problemfälle so ein bisschen umschifft haben, diplomatisch umschifft haben,
dann habe ich den Eindruck oder habe ich die Befürchtung, du hattest gesagt Hilflosigkeit, ich habe die Befürchtung, dass das nicht nur Hilflosigkeit ist, sondern dass hinter dem, was jetzt die Regierung bei uns macht, eher noch die Hoffnung ist, oder nein, der Anspruch ist, dass da noch mehr rausspringen könnte, dass sie also dass der Staat gegenüber den Bürgern, der Überwachung der Bürger einen Vorteil hat, wenn er das eben nicht verhindert, was an Überwachung derzeit passiert. Können Sie meine Befürchtung da auflösen? Und ganz persönlich, sind Sie Snowden dankbar, dass er die Dinge sagt, die er gesagt hat? Sagen wir mal so, die Debatte, die wir jetzt haben, hätten wir im Zweifel nicht. Zu Ihrem ersten Punkt, ich weiß jetzt nicht, spielen Sie auch Vorratsdatenspeicherung ab oder, ja? Okay. Auf Vorratsdatenspeicherung werde ich nicht eingehen können. Und allgemein diese Befürchtung, dass der Staat sozusagen aus dieser Affäre sozusagen das Gegenteil vielleicht das tut, was er sich wünscht? Der Staat hat natürlich auch die Sicherheitsfunktion. Und diese Diskussion werden wir immer haben. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit einerseits und Freiheit andererseits. Hatten wir in Deutschland auch mal vor 20, 30 Jahren, erinnern Sie sich an die Bader-Meinhof-Jahre, danach hatten wir die Notstandsverordnung etc. Wir haben diese Diskussion bei uns ja auch sehr stark gehabt. Und damals gab es auch die Befürchtung, dass die Dinge vielleicht zu sehr in Richtung Sicherheitsaspekte gegangen sind. In Amerika hat 9/11, und das ist, glaube ich, etwas, was uns dann manchmal als Gefühl einfach, wir haben dieses Gefühl nicht, was viele in Amerika haben. 9/11 hat die Dinge dort geändert. Und in gewisser Weise muss man sagen, zum Glück ist jetzt da die Debatte wieder losgegangen, ob das nicht vielleicht auch in Amerika dann zu sehr in Richtung Sicherheitsaspekte gegangen ist und ob dabei vielleicht die Freiheitsrechte ein bisschen notleidend geworden sind. Diese Diskussion hat dort jetzt erst begonnen, aber ich glaube, das ist das, was bisher jedenfalls das amerikanische System in der Regel wieder hinkriegte, die Rebalancierung. Ob es diesmal gelingt, weiß ich nicht. Es ist ja ganz erkennbar, das haben die Daten ja auch gezeigt, die wir heute Morgen gesehen haben, dass die Intelligence Community, was die Ressourcen anbelangt, was die Ausstattung mit Personal anbelangt etc., ein Riesenapparat geworden sind. Wir haben da hinten noch eine Frage bei der Dame. Zum Thema der Staat hat eine Sicherheitsfunktion, möchte ich gern mal einen Zusammenhang herstellen zwischen NSA und NSU, nationalsozialistischer Untergrund. Wie kann es sein, dass über so viele Jahre 10 Menschen ermordet werden, wenn wir gleichzeitig total überwacht werden? Wo ist da der Skandal? Wahrscheinlich ist es der Geheimdienstskandal, oder was ist es eigentlich? Ist es politisches Ziel oder was steckt denn dahinter? Das ist eine politische Frage. Hat Constanze Kurz dazu eine Meinung? Naja, ich habe natürlich wie viele Bürger, also auch vielleicht auch gerade deshalb, weil die Mörder ja sozusagen aus dem Osten kamen und auch ungefähr mein Alter sind. So. Also ich habe es natürlich sehr interessiert verfolgt. Ich glaube, ja, die verschiedenen Untersuchungsausschüsse und die Berichte kann man ja lesen. Es gibt ja mittlerweile Bücher dazu. Natürlich bestürzt mich dieses Versagen und hat mich auch die Frage umgetrieben, wie auch viele Parlamentarier und in den Untersuchungsausschüssen, ob dieses Versagen strukturell ist. Also ob wir ein Problem haben, zum einen die Dienste, diese Neonazi-Szene so unterwandert haben, dass sie sie steuern, zum anderen, dass sie strukturell rassistisch sind. Dazu habe ich natürlich keine Antwort. Die Untersuchungsberichte geben unterschiedliche Antworten darauf. Da gibt es ja auch unterschiedliche Bewertungen. Aus meiner Sicht will diesen Zusammenhang, den Sie herstellen, natürlich insofern von mir weisen, dass diese jetzt wieder mehrfach betonte, dieser Zusammenhang zwischen dieser massenhaften Überwachung durch die Geheimdienste und einer Sicherheit
aus meiner Sicht nicht gegeben ist. Ich lasse mir das auch nicht mehr verkaufen, dass man die gesamte Bevölkerung abhören müsste. Es geht hier nicht um eine Frage abwägen von Sicherheit und Freiheit, sondern Freiheit und Kontrolle. Ich glaube nämlich nicht daran, dass diese massenhaften Datensammlungen dazu führen, dass eine Mordserie wie die NSU oder aber auch irgendwelche organisierte Kriminelle oder auch Terrorverdächtige zur Strecke gebracht werden. Und dafür gibt es auch keine Evidenz. Ich bin, das mag auch an meinem wissenschaftlichen Hintergrund liegen, ich bin dafür, Fakten zu belegen und zu objektivieren und dann zu entscheiden, was man möchte. Ich lasse mir nicht von einer Community, die sich dumm und dusselig verdient, an der Überwachung erzählen, dass sie was zur Sicherheit beitragen, bis sie mir belegen können. Und deshalb würde ich diesen Zusammenhang gern von mir weisen, weil die NSU-Affäre fällt im Wesentlichen in eine Zeit, wo diese massenhafte Überwachung so noch nicht wirklich möglich war. Aber unterwandert und bezahlt von unseren Verfassungsschutzämtern ist diese ganze Szene geworden. Das geht aus den Untersuchungsberichten total hervor. Wir finanzieren die ja auch noch, diese Nazis. Ich finde das ein Unding. Und ich hoffe, dass es sozusagen das letzte Mal war. Also hoffe ich ganz doll. Ich finde das Verhalten von den Amerikanern sehr doppelmoralisch und scheinheilig. Auf der einen Seite überwachen sie halt den Rest der Welt, nur sich selbst nicht. Wenn man jetzt vor dem Hintergrund der Terrorbekämpfung sieht, gibt es eigentlich in den USA interne Überwachung von den Amerikanern, jetzt von einer anderen Behörde vielleicht? Weil ich meine, es gibt ja auch vielleicht Terroristen, die nur in Amerika wohnen, oder die Amerikaner haben ja auch genug Schulmassaker. Das könnte man dann mit der Vorratsdatenspeicherung vielleicht auch aufklären, um somit die Sicherheit zu stärken in den USA. Dann noch eine andere Frage. Was bieten uns die Amerikaner eigentlich, dass wir uns das bieten, was sie mit uns machen? Gibt es da irgendwie, fließt da irgendwie Geld oder kriegen wir irgendwie eine Beteiligung an den Informationen, Wirtschaftsspionage, Ergebnissen? Vor was hat die Politik da eigentlich Angst, jetzt mal zu sagen, so nicht, stopp? Ja, die Frage zieht ja so ein bisschen so ähnlich wie eben auf diese Frage, ja, warum ist es eigentlich so, dass wir überhaupt keine ernsthaften Vorschläge zum Abstellen dieser Praktiken haben? Ich denke auch, dass es eine unglaubliche Angst davor ist, von dem Informationsstrom abgeschnitten zu sein. Da denke ich schon. Der wird auch geschürt, diese Angst, dass man also von den Informationen abgekoppelt werde. Ich denke, das ist auch eine Drohung, die im Raum steht. Die Was ist für Informationen meinen Sie genau? Naja, wenn zum Beispiel der NSA-Chef Keith Alexander sagt, dass man weltweit Informationen sammelt und an befreundete Nationen weitergibt, dann meint er natürlich, dass die Erkenntnisse, die aus den Überwachungen kommen, auch die strukturellen, natürlich auch weitergegeben werden an Regierungen, und zwar nach Machtfaktoren. Ich glaube, die Angst, abgeschnitten zu werden von den Five Eyes oder Nine Eyes, also den Geheimdienstkooperationen, ist schon groß in Deutschland, denn man muss das schon sehen. Die Deutschen, wir haben 19 Geheimdienste und davon sind zwei ein bisschen aufs Ausland gerichtet, also der Bundesnachrichtendienst und der militärische Abschirmdienst. Sie sind natürlich also von ihren personellen und finanziellen Kapazitäten weit unterhalb dem, was sich an einem Riesencluster gebildet hat in Großbritannien und in den USA. Sie sind schon in gewisser Weise abhängig. Also wenn man daran glaubt, dass diese Informationen also unglaublich wichtig sind, dann hat man davor Angst. Und zur zweiten Frage, das war ja die Frage, inwieweit Amerikaner bewacht werden. Natürlich, ist ja auch gerade Teil des amerikanischen Skandals. Ich will das nochmal betonen, es geht da nicht um Ausländer. Sowohl der Feinmann wie der Sensenheimer Vorschlag sind ausschließlich auf US-amerikanische Überwachung bezogen. Und die Skandale in der Washington Post und in der New York Times beziehen sich auch sehr viel stärker darauf, dass eben auch Daten von Amerikanern erhoben wurden. Hier fallen noch ein paar kleinere Skandale, die in Deutschland nicht so richtig berichtet wurden, hinein. Die Washington Post hatte nämlich einen ziemlich bedrückenden Artikel über die Auswirkungen dieser Datensammlung. Und der bezog sich auf zwei konkrete Fälle, die aus den Snowden-Papieren hervorgehen, dass nämlich diese Kommunikationsüberwachung dazu führt, dass sie unmittelbar zu einem Drohnenmord geführt hat. Es gibt ja zwei Amerikaner, die durch Drohnenmorde ums Leben gekommen sind, um die natürlich debattiert wird, um die anderen egal, aber die Frage war halt, ob einer dieser beiden Ermordeten, also durch den Drohnenangriff Ermordeten, auf Daten der NSA zurückgeht. Und das ist aber umstritten. Also die Washington Post brachte zwei Fälle, aber es blieb unklar, ob dieser eine Amerikaner ist. Das sind ja andere Debatten, als wir hier führen. Ja.
Wir sind ja deutlich grundsätzlicher. Da geht es darum, ob Amerikaner irgendwie bedroht sind und abgehört werden. Und ganzes Verständnis, dieses Right to be let alone, was ja sehr stark in der auch amerikanischen Gesellschaft so gesehen wird, bezieht sich nicht auf uns. Wir sind da überwachungsvogelfrei. Dass man Ausländer abhört, ist okay. Ist auch in keiner der Entwürfe überhaupt drin. Ist nach wie vor strategische Ziel. Wollen Sie das ändern, Herr Brengelmann? Gehört es zu Ihrem Aufgabenbereich, das Letzte, was jetzt gesagt wurde, da eine Veränderung herbeizuführen? Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir bei Gesprächen in Washington immer auf diesen Punkt eingehen. Diese Debatte, Constitutional Rights of American Citizens, wird bei uns sehr, sehr unverträglich wahrgenommen. Klar gehen wir darauf ein. Information, ja, mit Sicherheit. Abschneiden von Informationsflüssen ist wahrscheinlich eine große Sorge. Darüber hinaus sind die Beziehungen zu Amerika eben Beziehungen, die wir mit anderen Ländern nicht haben, ob sicherheitspolitisch ist oder in der Wirtschaft. Die Amerikaner haben aus meiner Erfahrung in den letzten Wochen allerdings doch ein paar Probleme bekommen, die sie hier so vielleicht nicht erwartet haben. Die Probleme im wirtschaftlichen Bereich, Sie haben da Studien lesen können von 35 Milliarden Dollar, die vielleicht den amerikanischen Internetfirmen in den nächsten 2-3 Jahren verloren gehen. Das ist eins, das ist ziemlich transparent geworden. Aber zum Beispiel beim Thema Internet Governance, wie wird in Zukunft das Internet gefahren, reguliert oder wie man es auch immer nennen will. Das war in der Vergangenheit ja so, dass die Amerikaner bei der Diskussion klar und eindeutig dominierten. Das fällt ihnen jetzt schwieriger, das kann ich schon beobachten. Also die Brasilianer wären wahrscheinlich vor einem halben Jahr, vor einem halben Jahr auf sehr viel heftigere Gegenwehr gestoßen mit dem Projekt ihrer Konferenz, als das jetzt der Fall war. Und die Bemühungen von ICAN, sich zu globalisieren, wären sonst vielleicht auch nicht so schnell vom Flecke gekommen. Und dann habe ich es noch in einem anderen Kontext erlebt. Wir sind seit Mai Mitglied dieser sogenannten Freedom Online Coalition. Geht es um Menschenrechte im Internet, Freiheit, freie Meinungsäußerung im Internet. Und da gab es dann auch ein Treffen am Rande des sogenannten Internet Governance Forums in Bali, wo dann die amerikanischen Vertreter zu bestimmten Punkten das Wort ergriffen. Und da konntest du doch merken, dass viele da das Gefühl hatten, dass jetzt vielleicht doch etwas schwierig, dass wir von den Amerikanern uns jetzt anhören, wie man die Freiheit hier im Internet bewahrt, wenn gleichzeitig das und das passiert. Also ich merkte, dass die amerikanischen Kollegen, die da auftraten, da unter unheimlichen Druck gerieten, weil einfach die Leute das so nicht akzeptieren wollten in der Situation. Insofern ist die Situation für die offiziellen amerikanischen Vertreter derzeit keine einfache. Das ist übrigens im EU-Parlament so ähnlich mit den Briten. Man merkt das tatsächlich. Ich glaube auch, dass es gibt ein gewisses Momentum. Und ich glaube an den ICAN-Verhandlungen, ich meine, das ist eine jahrzehntealte Forderung, die jetzt plötzlich dann doch ja, wenigstens debattiert wird. Ich bin vielleicht nur zu ungeduldig. Ich weiß gar nicht, gibt es noch eine Frage? Ansonsten würde ich jetzt auch das Momentum nutzen, weil wir sind jetzt pünktlich dann zu Ende. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank natürlich Ihnen beiden. Ich fand es zwar eine spannende und sehr lebendige Diskussion. Bin mir nur nicht sicher, ob Sie in mir den Vertreter bekommen haben, den Sie eigentlich für die Veranstaltung suchten. Naja, Sie müssen halt damit leben, dass natürlich sehr, sehr viele Fragen kommen. Nein, das meine ich nicht, weil ich nicht, beim Thema das Auswärtige Amt ist beim Thema NSA nicht in the lead. Und dann hätten Sie sich vielleicht doch tatsächlich jemand anders auch suchen müssen. Aber gut, ich habe es versucht aus unserer Sicht, aber ich kann zu vielen Dingen, die Sie bewegen, qua AA auch nicht viel sagen. Aber Herr Brengelmann, vielleicht können Sie doch ganz kurz, dann frage ich doch noch eine kleine Sache. Uns ein bisschen Einblick geben in Ihren persönlichen Approach. Das würde mich einfach interessieren. Sie sind ja vorgestellt worden als der Mann, der jetzt in Zukunft zuständig sein soll für die Cyberinteressen der Deutschen in ihrer gesamten Bandbreite. Das habe ich irgendwo gelesen. Und das habe ich mir gemerkt, weil ich mir gedacht habe, gut, dem wird nicht langweilig. Wie ist denn Ihr Approach jetzt auf die Sache? Fühlen Sie einen großen Druck? Sehen Sie eine Dramatik in der Situation, die Sie zu bearbeiten haben? Denken Sie, dass unsere Bürgerrechte, unsere Demokratie gefährdet ist durch die Situation? Fühlen Sie sich überhaupt dafür zuständig oder geht es mehr um
das gerechte Verteilen von Wirtschaftsspionage. Also ich hätte, mich würde es noch sehr interessieren, wie Sie sich darin verorten. Also am Anfang war ich von der Fülle ziemlich überwältigt, so die ersten 3-4 Wochen. Mittlerweile finde ich das Thema faszinierend und für mich persönlich bei dem, was ich im Moment mache, stehen im Vordergrund die Geschichten zum Datenschutz, die Bemühungen in den VN zum Thema Privatsphäre, da sind wir ziemlich stark engagiert. Internet Governance ist nicht unsere Hauptbaustelle, aber sind wir mit beteiligt. Und ja, und diese Debatte, die ich vorhin mit dem Stichwort technologische Souveränität umschrieb, da versuchen wir auch als AA unsere Stimme mit einzubringen. Ich bin der Vertreter des Auswärtigen Amtes und nach außen in internationalen Konferenzen und in Konsultationen mit anderen Ländern bin ich dann der Verhandlungsführer. Ich finde es als Job eine faszinierende Herausforderung. Aber ich glaube, diese Geschichte, da haben wir auch nur den Anfang bisher. Das ist eine Dimension, die uns zumindest noch 3-4 Jahre in Atem halten wird. Ich glaube, wir sind immer noch am Beginn der Auseinandersetzung damit. Insofern mit Ungeduld, ja, kann ich verstehen. Aber ich glaube, hier werden wir noch lange mit beschäftigt sein. Danke, auf jeden Fall sind Sie ein guter Diplomat. Dankeschön. Ja, ja.